Feelgood-Podcast mit Isabel Meili. Weißt du überhaupt, was dich erwartet? Nein. Hast du noch keinen geschaut? Noch keinen gehört? Also ich habe einfach deine Fotos gesehen. Das ist schon viel. Also das ist schon mal etwas. Das ist eigentlich simpel. Wir schwätzen. Ja, cool. Über was auch immer. Irgendwann so nach einer Stunde erwähne ich mal, dass es Feelgood-Podcast heisst und frage dich, was du so machst, um dich gut zu fühlen. Mhm. Und was mir jetzt letztes Mal aufgefallen ist bei Mike Müller, ich würde auch mega gerne am Anfang mal erzählen, wie schlecht es mir eigentlich gerade geht. Okay. Das ist mega wichtig irgendwie. Ja, mega. Ja. Und das letzte Mal hab ich ein Magenproblem gehabt. Mhm. Heute bin ich übermüdet. Warum? Weil ich zu wenig geschlafen habe. Warum? Weil ich mega lange geschafft habe. Wirklich? Ja, ich bin so ein Mensch, ich brauche immer ein bisschen Überwindung und wenn ich es dann mache, dann bist du so im dann bin ich so im Modus und danach kann ich wenig, schlafen, weil ich immer so finde, was kann ich noch machen? Das noch. Und es ist ganz schlimm, weil ich mir halt so eine kleine To-Do-Liste immer mache, wo ich so abhökeln kann. Und man wird dann halt so ein bisschen süchtig nach dem Abhökeln. Ja, yeah, es fühlt sich mega gut an, wenn man abhökeln kann. Ja. Und darum habe ich mal wieder, eigentlich könnte ich ab jetzt auch erfinden, was ich alles so für Probleme habe. Ja, bist du sicher, dass du deinen Podcast viel Gutes nennen willst? Ja, darum ist es mir so absurd vorgekommen. Ich fange so an, hey, mit Mike Müller, viel gut Podcast. Und mir geht es wahnsinnig schlecht. Weißt du? Dann ja. Denkt, es macht irgendwie nicht so viel Sinn. Nein, aber hey, wenn das Einzige ist, dass du ein bisschen übermüdet bist, weil du ein bisschen zu lange geschafft hast, ja, wenn schon. Das dein Problem ist, dann ist es eigentlich noch easy. Ja, man kann andere Probleme haben, zum Beispiel mal nicht schwätzen dürfen. Ja, voll. Das ist mega scheiße. Was hast du gehabt? Ja, voll. Ja, 2015 hatte ich ein Stimmband in dem und durfte dann nicht mehr schwätzen. Was relativ blöd war, weil ich zu diesem Zeitpunkt als Schauspielerin gearbeitet habe. Mhm. Und dann war ich natürlich berufsunfähig und somit dann auch arbeitslos. Und das war ein bisschen Arsch, muss man sagen. Ja. Yeah. Aber im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, es ist irgendwie. Es hat auch seine gute Seite gehabt, weil ich glaube, ich wäre gar nie auf das Comedy gekommen. So. Du hast das Programm in diesem Jahr dann geschrieben. Ja, genau. Und das heisst Schlapfen halten. Also, man muss dazu vielleicht noch sagen, ich wohne in Österreich, in Wien. Und Schlapfen halten heisst so viel wie Schnorren haben. Ja. So. Ich weiß noch, wo du irgendwann mal geschrieben hast, wegen einer passenden Übersetzung. Habe ich dich das gefragt? Ja, oder wie sollte man das am besten sagen? Ja, und ich habe es gar nie gespielt in der Schweiz, das ganze Programm. Ist okay. Voll, hat sich erledigt, die Frage. Ja, genau. Und es war vor allem irgendwie, dass ich dann so, ich habe so das Gefühl hatte, mir wird mega so den Boden unter den Füßen weggezogen. Weil Beruf hat ja auch viel mit Existenz zu tun. Und dann bin ich so auf einem Nullpunkt gewesen, dass ich nachher gefunden habe, hey, jetzt probiere ich mal das, was ich schon immer haben wollen machen, aber mich aus diversen Gründen nie getraut habe. Weil jetzt habe ich einfach nichts mehr zu verlieren. Mhm. Und dann habe ich angefangen mit Stand-up. Ist jetzt aber nicht so, dass du im Schauspiel mega die Existenzgarantie hast? Ja, die kleine Existenzgarantie. Sogar die hat es mir genommen. Ja. Nein, nicht, aber also ich habe schon damit meine Miete gezahlt. Nicht viel mehr, einfach nur die Miete. Es hat nichts zu essen gegeben, aber ich habe ein Dach über dem Kopf gehabt. Das ist die beste Frage immer. Kannst du davon leben? Was machst du sonst noch? Ja, voll. Kannst du Rechnungen zahlen damit? Ja, vor allem, es ist immer so, wenn du jemanden so überhaupt nicht gut kennst oder so in einer Runde bist und dann irgendwie, finde ich es immer noch recht frech irgendwie. So, teilweise haben sie mich auch schon wirklich gefragt, wie viel ich verdiene. Und ich finde das eigentlich noch easy, unverschämt. So. Yeah. Aber ja, ich habe dann auch nie wirklich gekontert und gesagt, ja und du? Also müssen wir eigentlich machen. Aber es interessiert einem ja nicht. Es ist eigentlich scheiße. Ja, voll, mich interessiert überhaupt nicht, wie viel mein Gegenüber verdient. Einfach so gar nicht. Nein, weil wenn es einem interessieren würde, dann hat man den Job nicht. Behaupt dich. Also weißt du, ja. wenn Geld dein Anspruch ist, aha, ja. dann 150 andere Briefe zuerst wählen. Ja. Und ich glaube eben, dass wenn für dich das ein Statussymbol ist, dann nachher hast du auch viel mehr Bock auf einen Job, der eben auch Geld gibt. Und ich glaube, dann interessiert es dich auch
eben, was verdienst du damit? Und wie viel kann man dort abholen? Und was gibt es eigentlich mit dem? Ja, voll. Ja, und ich glaube, dass man einfach so die Comedians oder Schauspieler, die man ja so ein bisschen kennt, das sind ja die vom Fernsehen, und das sind dann meistens so irgendwelche Megastars, sage ich jetzt mal. Und das sind aber 0,0000 irgendwas Prozent von allen Schauspielern vom ganzen Beruf. Und die verdienen halt überdurchschnittlich gut. Und das ist dann irgendwie, ich weiß auch nicht, ob sie sich dann denken, ja, vielleicht wollen sie einfach hören, dass ich sage, hey Leute, das Essen geht auf mich. Oder, das ist, ich glaube, das ist es. Das ist in Notting Hill eine geile Szene, wo Julia Roberts mit dem Hugh Grant irgendwie zu seiner Familie oder irgendwie zu Freunden von ihm geht. Und dann hat es einen und fragt sie so, was machst du? Und sie ist ja Schauspielerin und sie spielt ja den Megastar. Ja, 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 und voll. Und hat keine Ahnung, wer sie ist und findet so, oh, Schauspieler, oh, ja, ja. Brotlos, he? Verdient man nichts und so, ganz schlecht. Und dann fragt er sie eben auch, wie viel verdienst denn du so? Machst du auch Film? Und sie so, ja, ja. Und dann so, ah, was verdienst du denn pro Film? Und sie sagt, 20 Millionen Dollar. Das ist geil. Geil, ist aber selten. Geil. Ja, das ist super. Aber ja, vielleicht haben dann die anderen auch mega hohe Erwartungen, denn, dass du eben immer alles zahlst, oder? Ich weiß auch nicht. Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Warum bist du denn überhaupt zum Schauspiel gekommen, ursprünglich? Also, wir können nachher dann sicher irgendwann auch noch zu Comedy, aber was hat dich damals bewegt, zu sagen, ich will Schauspielerin werden? Ja, ich habe das KV gemacht, auf einer Gemeindeverwaltung. Klassische Schauspielkarriere. Absolut. Und das ist irgendwie, ja, es war nicht so mies gewesen. Und es war ein bisschen unbefriedigend gewesen. Und ich habe, nein, es ist einfach, ich weiß auch nicht, ich glaube, das hat man so in sich inne und hat so ein mega starkes Bedürfnis schon von Kind an. Also ich habe, glaube ich, so ziemlich jede Gelegenheit genutzt, die es gegeben hat oder mir eine Gelegenheit verschafft, um irgendetwas mehr oder weniger gut zu performen. Also wir zum Beispiel, ich habe zwei Schwestern und wir haben immer, wenn wir Besuch gehabt haben, früher, haben wir ein paar Nummern von der Kelly Family studiert und dann das einen Besuch aufs Leib gedruckt. Und irgendwie, also bei mir ist es dann geblieben, dass ich irgendwie gefunden habe, das ist mega lässig, wenn man Leute unterhalten kann, Leute zum Nachdenken bringen, Leute zum Lachen bringen. Und meine Schwester hat dann etwas Anständiges gelernt. Aber und bei dir? Ich habe DJ Bobo performt. Ah ja. Ja, aber also bei mir zum Beispiel ist es so gesehen, dass ich also mit 12 oder so habe ich so gesagt, ich will Schauspieler werden. Einfach mehr, weil der Performer in mir drin war und weil Komiker, man wie nicht hätte aussprechen können. Also weil es einfach so wie nicht, in meinem Kopf zumindest, ist damals keine Option gewesen, sondern es ist so ein Traum gewesen. Irgendwann habe ich vielleicht ein Solo-Programm wie der Mittermeier. So, aber ich habe nicht gedacht, dass man das wirklich als Beruf könnte machen. Ja, voll. Weil das ist ja auch damals, allein jetzt denke ich immer so, wenn man die heutige Comedy-Szene anschaut in der Schweiz, fällt es wahrscheinlich einfacher zu sagen, hey, ich mache Comedy. Weil man sieht, es gibt beim SRF eine Nachwuchssendung am Fernsehen, es gibt beim Radio gibt's verschiedene Shows und es gibt so wie einen klareren Weg. Ja, und vor allem steigen die Leute irgendwie so mit ab 20 in diesen Beruf oder noch später und haben zuerst etwas anderes gelernt oder bist studiert. Und bei Schauspieler habe ich irgendwie früher immer gemeint, man muss aus einer Künstlerfamilie kommen. Und ich habe lange auch nicht gewusst, dass man das wirklich einfach studieren und lernen und dann als Beruf machen. Und es ist mir auch immer gesagt worden, also es ist halt so, dass ja, das ist ja kein Beruf und lerne doch etwas Anständiges. Yeah, yeah. Willst du nicht lieber auf der Gemeinde bleiben? Und ja. Also ist für dich eher gesehen, eben, ich will performen und darum sage ich jetzt, ich werde Schauspielerin? Oder hast du wirklich das Gefühl, kein Schauspiel, das ist es? So. Ja, beides. Also ich kann mir einfach nichts anderes vorstellen. Und als ich dann das KV gemacht habe, hat sich das mega falsch angefühlt. Ja. Also es ist wirklich, es ist so, ich habe in mir innen gemerkt, es fühlt sich mega falsch an und ich glaube, ich werde mega, mega unglücklich. Wenn ich das, mit jedem Tag, wenn ich das länger mache, werde ich unglücklicher. Und es fehlt mir irgendetwas, was ich aber gar noch nicht kenne, aber trotzdem das Gefühl habe, ich vermisse etwas. Das ist irgendwie noch spannend. Ja, dass man etwas vermisst, das man eigentlich gar nicht kennt und nur davon träumt, wie es könnte sein. Und das aber trotzdem, dass das trotzdem fehlt. Das ist wie Fernweh. Das weisst du eigentlich auch noch nicht, wie es ist. Ja, das stimmt. Nicht mehr anders zu sein und gleich watchen, sozusagen. Ja. Und
Ich habe für mich so das Gefühl gehabt, wo ich tatsächlich mal als Schauspieler geschafft habe, habe ich ein mega schlechtes Gewissen gehabt, weil es eben dann immer gesagt hat, hast du das studiert, bist du in die Schule gegangen und so. Und dann habe ich gesagt, nein, aber ich verdiene gerade mein Geld damit. Mhm. So. Und dort habe ich dann aber immer wieder gemerkt, es gibt so den Moment, das fühlt sich eben auch nicht ganz richtig an. Mhm. Es geht mehr in die Richtung, wie das, wo ich das Gefühl habe, was es sein sollte, aber es ist nicht ganz so. Und darum frage ich das eben, weil für mich, das klingt jetzt mega blöd, für mich bist du im positiven Sinn keine Schauspielerin, weil ich mag dich. Und ich finde, so ein Großteil von Menschen, die im Schauspiel sind, finde ich wahnsinnig anstrengend und nervig, weil es so eine Überselbstinszenierung ist. Es ist dann, alles ist die Bühne. Ja, das stimmt. Und ich finde das zum Teil so anstrengend. Ja. Und ich finde das eben irgendwie in der Comedy finde ich das angenehmer. Mhm, das stimmt. Da gibt es weniger, also gibt es natürlich schon auch, aber so Leute, die wirklich das Gefühl haben, die sind einfach 24 Stunden on und es ist alles Bühne, es ist alles Show. Genau. Es ist ein permanent sich präsentieren, es ist mega anstrengend. Aber ich glaube auch, dass es Charaktersache ist, dass das gar nicht, also ich kenne einige mega angenehme Schauspieler und mega unangenehme KV-Menschen. Also es ist so völlig egal. Ich glaube, es ist einfach Charaktersache. Entweder man kann ein bisschen einmal zurück vom Gas oder... Es geht aber wahrscheinlich schon eher... Aber es geht definitiv. Wenn man in dem, zeigt sich eine klare Tendenz. Genau, wenn man in dem Selbstdarsteller-Groove ist, dann wird man wahrscheinlich eher Schauspieler als eben KV. Absolut. Und was noch schlimmer ist als Schauspieler, sind Musical-Darsteller. Das sind die allerschlimmsten. Gut, ja. Weil die müssen dann auch noch ständig singen. Ja. Und dann fangen sie aus dem Nichts an steppen. Das ist sehr anstrengend. Ich habe mal einen Auftritt gehabt für die Theodora-Stiftung. Das sind so, eigentlich sind das die Spitalklöhne, wo zu Kindern ins Spital gehen und sie unterhalten. Also, dann hat es aber so eine Charity-Event gegeben, wo eine Comedy-Show war und die Theodora-Klöhne, die sind halt irgendwie auch noch rum gewesen. Mhm. Ich glaube, die sind dann so von Tisch zu Tisch. Du hast natürlich irgendwie so ein Gala-Ticket-Dinner, was weiß ich, gekauft. Und dann bist du da gesessen und dann sind die irgendwie gekommen und haben irgendetwas Lustiges gemacht und sind sie wieder gegangen. Und das Geile ist, du hast so zwei Garderoben gehabt. Comedians und nebenan Garderobe Clowns. Und die sind konstant in der Rolle geblieben. Ah, wirklich? Dann kommst du irgendwie so aus dem Lift raus, irgendwie, das ist so ein Messgebäude gesehen, dann kommst du so aus dem Lift raus und dann ist einer mit dem imaginären Hund am Laufen, so. Hey, nein. So, und dann kommt der Nächste so vorbeigeschlichen. Das hat nicht aufgehört. Nein, ich also denke, wahrscheinlich in dem Fall macht es noch Sinn, wenn du halt die Schminke hast und quasi jetzt die Perücke anziehst, dann bist du halt der Clown. Oder? Und bei Schauspieler, Musical-Darsteller, Komiker und so, vermischt sich das natürlich viel mehr. Ja, aber eigentlich bin ich, wenn du Musical spielst oder in einem Sprechtheater bist, dann hast du ja auch eine ganz klar definierte Rolle, die ein Autor oder eine Autorin geschrieben hat, die ein Regisseur inszeniert hat. Dann hast du immer irgendwie ein Kostüm, das dich von dir abgrenzt und als Comedian ja viel, viel weniger. Mhm. Also die meisten sind ja viel näher bei sich, als dass sie eine Rolle spielen. Als jetzt ein Schauspieler oder ein Musical-Darsteller. Ist natürlich die Frage, wie sehr man eine Rolle spielt. Ja. Also natürlich ist man sich selber, weil man meistens ja mit dem eigenen Namen auftritt, außer man hat eben eine Bühnenfigur in der Comedy. Und trotzdem gibt es die ganz klaren Trennungen zwischen Privatpersonen und Bühnenmensch. Ja, so. Das auf jeden Fall. Wie viel würdest du denn sagen, wie viel Prozent von dem, was du auf der Bühne machst oder wer du auf der Bühne bist, bist auch du privat? Das ist noch schwierig, weil in Prozent, weil ich das Gefühl habe, es bin sehr ich privat, aber weil ich sie jetzt beruflich mache, habe ich privat nicht mehr den Drang. Also bei mir war es eine Umverteilung. Ja. Ich habe endlich wie ein Outlet gefunden, wo das ane kann. Ja. Und sonst, das sage ich immer, sonst wäre ich wahrscheinlich unerträglich. Mhm.
Ja, weil, das glaube ich auch. Weil eben dann alles die Bühne müsste sein. Und dann war, ich weiß noch früher, wenn ich beim Lokalfernsehen, so beim Jugendmagazin geschafft habe, dort hast du, klar, hast du ab und zu können dort moderieren und bist so bis am Bildschirm gesehen. Aber für mich ist so, jeden Dienstag war Sitzung gesehen. Und das war so mein oben gesehen in der Woche. Mhm. Weißt du, wo ich so wie gewusst habe, Sitzung und dann bist du richtig on, dann kommst du in den Modus. Und es sind, glaube ich, mega mühsame Sitzungen gesehen. Für die anderen. Ja, natürlich. Ja. Ja, weil auf die, wenn irgendetwas besprechen, sagen, und dann hast du immer einen, der nochmal einen Spruch und weißt du, und so, bam, ich bin voll dabei. Ja. Und in der Schule das Gleiche. Wenn du mal einen Vortrag hast, dann findest du so, jetzt komme ich mit meinen geilen Gags, die ich mir vorbereitet habe für diesen Vortrag. Und dann hat war es wahrscheinlich genau das Gleiche gesehen. Also jedes Mal, wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, hat es mir sein, ich bin jetzt, das ist jetzt wieder mein Auftritt. Mhm. Und ja. Darum tut sich das natürlich privat tut sich eigentlich mehr beruhigen. Und darum habe ich das Gefühl, es ist schon ich, aber es ist natürlich in einer Performance und Energie, wo ich privat nicht mehr anwenden muss. Ja. Das habe ich auch das Gefühl bei mir. Also ich weiss ja, ich habe früher immer gesungen. Ja. Permanent. Also ich glaube, das war so anstrengend für alle in meinem Umfeld. Und dann irgendwann, als ich dann auch gewusst habe, ja, ich will jetzt so beruflich in so eine Richtung gehen und so, dann habe ich dann aufgehört damit. Mhm. Und dann, eine lustige Geschichte gibt es da noch dazu. Dann, haben wir mal im KV, in der Berufsschule, haben wir irgend so eine Waldhüttenfestli gemacht und haben uns einfach bis ins Bodenlose betrunken und dann haben sie mich irgendwie überredet, dass ich etwas singe und so nach einer Viertelstunde habe ich dann gefunden, also gut, ich singe etwas. Und dann habe ich angefangen und so nach 2 Sekunden ist der eine aufgestanden und ist gekotzt. Wirklich? Ja. Und seitdem singe ich nicht mehr vor Leuten. Nein, das stimmt nicht. Aber ja, das habe ich recht lustig gefunden. Das ist ein kleines Statement. Ja, mega, mega. Also es ist recht offensichtlich. So deutlich hat mir das noch nie jemand gesagt, aber gut. Wir haben in der Schule, haben wir in der Klasse, also in der Primarschule, wo ich gesehen habe, haben wir 2 gehabt. Die haben es nicht verdreht, wenn jemand gekotzt hat, wie sie gerade selber auch haben müssen. Oh, ja. Und das ist immer so, ich weiß nicht wieso, aber Winter natürlich noch eher und so. Und dann ist es zur Adventszeit, hat es wirklich einfach mal so an einem Morgen einfach so eine Masse Gebrechen gegeben. Wir laufen, weißt du, das ist Rudolf Steiner Schule, sind wir natürlich so im Kreis gestanden, dann haben wir so zusammen gesungen und so, oder? Und es hat irgendwie schon geheißen, ja, der Sandra geht es nicht so gut, oder wer auch immer. Gut, jetzt sicher nicht Sandra geheißen, sondern Kevin. Brunhilde. Ja. Oder so. Und dann ist es wirklich einfach so, la, la, la. Und dann macht es so, und wenn du im Kreis bist, ist es schon mal ein bisschen blöd. Und dann hat die so ein bisschen so, und ist so weggerannt. Und aufgrund von dem macht dann jemand so, und das Schlimme ist, dann fängt es an dich nehmen, obwohl du sonst eigentlich nicht so ein Problem hast. Und dann findest du so, aber ich glaube nicht, dass es spezifisch wegen jemandem seinem Singen war. Ja, ich war ja nicht dabei gewesen, also ist wahrscheinlich einfach so gewesen. Ja. Du singst aber sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe dich nur lustig gehört singen bis jetzt, aber sehr, sehr hast gut. Hast du nicht müssen erbrechen? Nein, im cool. Gegenteil. Das ist schön, das höre ich gerne. Ja, danke. Also, du hast dein Programm geschrieben in dem Jahr, wo du nicht hast dürfen schwätzen. Ja, genau. Und das ist einer der Gründe, wo mich unbedingt in diesem Feelgood-Podcast wollte, mit dir schwätzen, weil wenn man ein Jahr lang nicht darf reden. Nein, es ist kein Jahr gegangen. Sondern wie lange? Also gar nicht. Gar nicht? Sind es 2 Wochen gewesen. Ja. Und dann habe ich wieder dürfen, wenig und leislich. Und habe es dann so noch ins Not dürfen steigern. Innerhalb von? Von einem halben Jahr. Das ist aber gleich sehr lang. Es ist mega lang. Und alles, was halt irgendwie gut tut, also dass man sich mit Kollegen trifft und in einen Kaffee geht und schwätzt, ist nicht gegangen. Telefonieren, skypen, in den Ausgang gehen, weil dort redet man ja prinzipiell viel zu laut. Dort schreibt man sich ja permanent an. Mhm. Ist alles nicht gegangen. Ja. Also alles, was so ein bisschen Spass macht, ist nicht mehr gegangen. Ja. Und arbeiten natürlich. Und ich arbeite ja mega gerne. Ich bin ja mega gerne auf der Bühne. Und das ist auch nicht gegangen. Und darum ist
so ein bisschen der Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass natürlich zwei, drei Leute in einem Podcast gehabt, die so irgendwie so, so wie eine Transformation gemacht haben mit sich selber. Mhm. Also der Cenk ist irgendwie so einer, der Tom Giesler ist so einer. Und ich habe das Gefühl, eben, wenn man, wie lange auch immer, aber wenn man zwei Wochen gar nicht sprechen darf und dann halt ein halbes Jahr immer noch sehr eingeschränkt ist, dann passiert bei einem selber ja irgendetwas, damit man nachher sich besser fühlt. Damit man irgendwie nachher, wie will ich sagen, klarer und besser mit sich selber irgendwie kann umgehen. So. Ja, also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich also danach dann mehr irgendwie wie näher gekommen bin. Mhm. Und auch das ist ja, also die Stimme selber ist ja ein Stück Identität auch. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mich meine Kollegen gerne haben, weil ich irgendwie immer irgendwie ein lustiges Geschichtchen parat habe. Und das ist halt dann nicht mehr gegangen. Ich bin einfach schweigend daneben gesessen. Mhm. Und sie haben mich trotzdem noch gerne gehabt. Und sie haben trotzdem noch mit mir abmachen. Auch wenn sie gewusst haben, ja, die sagt jetzt nicht viel und von der lustigen Geschichte gibt es jetzt auch nichts. Und das hat mir mega gut getan. Das war mega wichtig gewesen, irgendwie so für meinen Selbstwert irgendwie. Dass ich einfach merke, hey, ich muss nicht, ich kann einfach sein, so wie ich bin. Und auch so in einer Krise, wenn ich eher dann nicht so gut getroffen war und eher sehr, sehr zurückhaltend und leislich war, was ich sonst ja, nicht immer bin, dass das aber trotzdem mega okay ist und dass niemand von all meinen Kollegen irgendwie, keine Ahnung, dass ich jetzt weniger Kontakt hätte oder so mit denen, yeah, weil sie dann gefunden haben, nah, jetzt ist es mir ein bisschen zu langweilig geworden oder irgendwie so in die Richtung. Und das ist halt, das tut mega gut. Ich glaube, dass dort dann auch eben man privat einen Gang kann zurückschalten, dass man dann eben nicht immer in dem Performance-Modus muss sein, sondern eben auch merkt, ah, es geht ja so. Ja. Und man kann auch eben mal nicht gut drauf sein. Mhm. Weil das ist so der Drang, den ich auch immer noch hatte, wo ich dann eben auch das Gefühl hatte, unter Freunden, ich muss ja eben der Performer sein und ich muss denen irgendetwas bieten. So. Ja, ja, voll. Das Gefühl von, ich muss ein bisschen etwas bieten. Irgendwie, ja, irgendetwas. Und ich habe irgendwie noch, mir passieren viel Missgeschicke so prinzipiell im Alltag und ich habe einfach dadurch immer irgendwie eine lustige Story und dort hat es einfach keine Storys gegeben in dieser Zeit und es war trotzdem okay gewesen. Und auch wenn du natürlich arbeitslos bist, dann hast du null Erfolgserlebnis. Mhm. Also, und das ist gerade irgendwie, ich habe das Gefühl, so in diesen Bühnenberufen ist das auch immer noch so ein bisschen so ein Ding, so, ja, ich arbeite gerade dort und ja, ich habe gerade ein Engagement und ich bin gerade auf Tour und dort habe ich gerade gespielt und so, dass man sich irgendwie dadurch ein bisschen einerseits definiert, andererseits zu einem anderen zeigen, hey, ich bin im Geschäft, es läuft bei mir. Mhm. Und das war natürlich auch so gar nicht gewesen. Ich bin dann einfach regelmässig so bei der Wiener Gebietskrankenkasse eingezogen und auf dem RAF quasi, oder? Das ist, in der Schweiz ist das RAF. Ja. Genau, und in Österreich das AMS. Ja, dort bin ich regelmässig habe ich verkehrt, aber sonst ist da nichts, absolut. Null, also null irgendetwas, null Erfolg oder irgendetwas, wo spannend gewesen wäre. Und es war einfach mega okay gewesen. Mhm. Dann auch für mich irgendwann. Yeah. Und das war, glaube ich, mega, mega wichtig gewesen. Und dann hast du das Programm geschrieben. Mhm. Und dann hast du irgendwie ja, mit dem müssen auftreten. Mhm. Ja. Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe zuerst angefangen mit so kleinen, also mit Open Mics. Mhm. Hast du das gegeben in Wien? Ja, in Wien. Und ja. In der Schweiz ja jetzt auch langsam, immer oder? Mehr. Immer mehr. Yeah. Aber glaube ich, so vor 3 Jahren oder so, als ich angefangen habe, hat es so gut wie noch nichts gegeben. Nein, weil so haben wir uns ja eigentlich kennengelernt. Genau. Ich einfach mega dreist, habe ich dir einfach geschrieben. Ja, du hast mir geschrieben wegen, also du hast Comedy im Balz geschrieben, meinte ich. Ja, das kann sein, ja. Wegen einem Auftritt dort. Und das ist eben gerade in so einer Phase gesehen, wo es hat am einen und anderen Ort hat es schon einen Comedy-Club gegeben, wie wir ihn auch machen, immer noch. Und man hat auch, wie will ich sagen, also plus minus genug grossen Pool an Leuten gehabt. Dass es so aufgegangen ist, dass das so vielleicht alle 2 Jahre
sind die Leute wieder gekommen. Mhm. Was jetzt natürlich schon wieder etwas anderes ist, weil wenn dann zum 17. Mal jemand kommt, der immer noch plus minus das Gleiche spielt, dann haben die Leute im Publikum auch nicht so Bock drauf. Ja, voll. Aber dort ja. ist gerade so die richtige Phase gesehen, wo irgendwie, es hat alles passt. Man hat Angebot und Nachfrage, ist, glaube ich, ziemlich in der Waage gesehen. Und gleich hat dann eben mal etwas müssen passieren, mit neuen Leuten sozusagen. Mhm. Und dann hast du irgendwie geschrieben, du würdest gerne auftreten. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, ich kann jetzt nicht irgendwie da, weiß nicht wie viel Gage noch zusätzlich freihauen. Und dann haben wir den Newcomer-Spot kreiert, wo mittlerweile ein bezahlter Spot ist, wo mittlerweile an fast jedem Comedy-Club fix ist, weil es so viel gibt. Ja. Und das ist so Teil, wie will ich sagen, Teil von der zweiten Bewegung gewesen, die passiert ist. In meinem Kopf, wo ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt kommt noch mal etwas zu, ja. zusätzlich. Und darum haben wir den Newcomer-Spot kreiert. Und so haben wir uns kennengelernt. Und jetzt gibt es eben noch mal mehr. Jetzt gibt es noch Open Mics und so weiter und so fort. Ja, weil irgendwie muss man ja das testen. Und wenn das Material und wenn es irgendwie keine Open Mics gibt, dann habe mir dann auch gedacht, ja, es ist eigentlich huere dreist von mir, dass ich jetzt einfach professionelle Comedians anschreibe und sage, hey, ich mache das seit 2 Monaten, ich wette auch im Fall, kann ich auch. Ich habe kein Demo-Tape, es gibt nichts von mir im Internet, aber ich würde noch gerne. Also es ist eigentlich mega dreist, aber andererseits habe ich gedacht, ja, anders komme ich ja gar nicht, habe ich gar keine Möglichkeit, um das überhaupt auszuprobieren, ob das überhaupt funktioniert, ob die Leute überhaupt lachen. Und muss man ja niemand Viertelstunden-Spot geben. Es reicht ja, wenn ich so 3-4 Minuten mal ausprobieren darf. Und dann komme ich auch mega gerne, fahre ich da, weiss nicht wo hin. Es ist immer noch krass, gell, wenn man dann irgendwie so 5 Stunden noch einmal hinfährt, um 5 Minuten spielen und dann... Hey, in diesem Punkt bin ich in Deutschland schon wirklich mit offenem Maul dort gestanden, weil ich so gefunden habe, das kann es jetzt nicht sein. Also ich finde, eben, ich habe auch viel für diesen Beruf schon gemacht und mache immer noch sehr viel für den Beruf. Aber dann spielst du in Berlin eine Mixed Show und der eine hat... Was hat er gehabt? Ein Weg mit dem Flixbus 7 Stunden. Das heisst insgesamt 14 Stunden Flixbus. Natürlich keine Übernachtung, sondern am gleichen oben zurück. Für irgendwie 50 Euro. Ja. Weißt du? Ja, das ist schon krass. Das ist so, wow. Und wir in der Schweiz sind da eigentlich schon recht verwöhnt, weil wir eigentlich schon sehr früh vielleicht nicht in dieser Masse kann auftreten, aber trotzdem kann da und dort ein bisschen Geld verdienen, wo du sagst, es haltet sich die Waage mit der Masse im Deutschen oder in Österreich. Ja, also es ist ein mega Unterschied. Und wenn auch ein die Schweizer sich so entschuldigen und sagen, ja, es ist halt nur ein kleiner Newcomer-Slot und geht jetzt halt nicht mehr und dann drücken sie dir einen 100er rein und dann findest du so, hey, das ist im Fall in Österreich, ist das im Fall Headliner, aber voll easy, ich nehme es mega gerne. Ja, und in Deutschland ist es noch krass. Also eben Berlin, hey, das ist immer so, der Hut geht rum und dann wird das aufgeteilt und dann kommst du 12 Euro über. Ich habe mal eine offene Bühne in Berlin moderiert, wo du als Moderator, das ist aber geil, kriegst pro Tag, finde ich einen guten Betrag, kriegst 33 Euro. Das finde ich recht geil. Ja. So. Und, was ja in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, in Deutschland ganz gross immer im Kurs, Getränke. Ja, voll. Hey, gratis Getränke. Getränke mit Catering. Dem, ja, mit dem kannst du Leute ja schon richtig abholen. Ja. Also ich finde das geil, wenn ich in Stuttgart war, irgendein Auftritt, hat es einen riesen Run gegeben auf die Getränkebons. Und du hast irgendwie pro Person, glaube ich, 2 gehabt. Und dann hat es gesagt, hey, hast du noch einen Bon? Und die Veranstalter, die fühlen sich dann auch recht geil, weil sie dann nochmal 4 haben und sagen, weißt du was, nimm nochmal einen. Ja, und dann sind sie so mega grosszügig. Yeah. Dann ist so wirklich so der ganz, ganz grosszügige Move, so kannst du behalten für dich. Kannst du nochmal eine Cola holen. Ja. Und wir in der Schweiz haben so unbegrenzt Freigetränk. Ja. Erste Ausgabe kommt im Balz, hat der Vujo 16 Jackie Cola getrunken. Der Vujo ist der IT-Bachelor. Richtig. Ah, okay. Richtig.
Genau, ja. Ich muss so Popkultur muss ich immer noch beziehen. Ja, voll, ich kenne so einfach niemanden. Aber mal Vujo habe ich, glaube ich, schon gehört. Also der Vujo kennt eigentlich jeden Mensch. Okay. Und wir haben damals einen Special Guest eingeladen, weil wir eigentlich so gesehen, ich habe früher eine Late-Night-Show gemacht und dann sage ich so meinem Geschäftspartner, der mit mir Comedy in Balzhof gebaut hat, mit dem Claudio, damals sage ich so, weißt du, was der Scheiß ist? Jetzt mache ich nicht mehr die Late-Night-Show und jetzt ist der Vujo so bekannt worden. Und der war perfekt gesehen als Gast in dieser Late-Night-Show. Und jetzt machen wir halt so eine Comedy-Mixed-Show, da kann ich dir ja dort nicht einladen. Und dann sage ich, doch. Wieso nicht? Und dann haben wir ihm halt ein bisschen Zeugs geschrieben und so. Und dann ist er auch gekommen, es war ein riesen Run gesehen. Mhm. Innerhalb von 4 Tagen sind 180 Tickets. Und er hat dann als Stand-Up-Comedian performt? Teils. Und haben dann die Leute mit ihm gelacht oder über ihn? Beides. Ja. Sie haben alles gekriegt. Sie haben alles gekriegt an dem Abend, wo sie von ihm haben wollen, sozusagen. Ja, ja. Sie haben ihn gesehen, weil das ist, ohne Scheiß, das habe ich selten gesehen in der Schweiz, aber das ist so für ein paar Monate, ist das halt wirklich so, ist auch so der Dude gesehen. Wirklich? Ja, weil einfach alle haben halt irgendwie eben den mal wollen sehen. Weil sie haben alle haben sie die Staffel Bachelor geschaut, weil wirklich, also dort ist etwas passiert, so. So nach 2-3 Folgen ist so wie für alle klar gewesen, das müssen wir jetzt schauen. Mhm. Und so ein bisschen wie früher, wann bist du für Österreich? Vor 12 Jahren. Ah. Also 2007. Ja. Hast du Jung, Wild und Sexy noch mitgekriegt? Nein. Ja. In Österreich gibt es das auch, das heisst irgendwie Saturday Night oder ah, so. Ah, wo es einfach so mit ein paar Jugendlichen in Ausgang gehen und die knallen sich Birnen zu und dann filmen sie das. So, und das ist so das erste Phänomen in der Schweiz. Ja. Jung, Wild und Sexy. Und dann ist ein paar Jahre später Bachelor mit dem Vujo. Das sind so die Sachen, die man oft so... Oh. Und darum haben auch alle Wellen gesehen. Mhm. Und dann ist es wirklich faszinierend gesehen. Der hat auch am Anfang hat er können sagen, was er wollte. Und die Leute sind verreckt vor Lachen. Ja. Dort eben noch quasi mit ihm. Mhm. Und sie finden, wow, wie lustig. Dann hat er sich eben mit denen 16 Jackie Cola weggeballert. Nein. Hat kaum noch können stehen. Hat auch, es ist so geil gewesen, er hat so cool gesagt, er sagt immer Schöschi. Und dann sagt er, Schöschi, ich habe, ersten Teil kann ich auswendig. Ich so, super. Wie der Schule. Zweiter Teil. Lehrerin. Zweiter also Teil. War auch noch schön, wenn du den auch könntest, aber schon mal immer in den ersten Teil. Das Problem ist, der zweite Teil ist schon voll gewesen und hat auch nicht auswendig können. Mhm. Und am Schluss bin ich auf die Bühne und habe mir so das Papier gehabt mit den Gags drauf. Aber hat sie auch nicht mal mehr richtig können lesen. Ja. Also weißt du, das so blöde Jokes halt. Der Bachelor läuft auf 3+. Mhm. Oder? Ja, das weiß ich. Und dann haben wir irgendwie so, ja, ein Joke ist irgendwie gesehen, ich habe gerne Sex mit mehreren Frauen, also so 3+. Also weißt du, irgendwie so Jokes, oder? Ja. Ja, aber haben funktioniert. Aber das Problem ist, sie erst jetzt gesehen. Ich bumse gerne viel, alles Mögliche, ja, oben und unten, verschiedene, so, und du bist überhaupt nicht rausgekommen, was überhaupt erzählt. Ja, so, wahrscheinlich auch nicht. 3+, weißt du, so, alles so, was? So, und dann haben sie auch über ihn lachen, und dann, also dann haben sie auch von der Bühne geholt, und dann haben sie sich auch von fremdschämen. Also sie haben wirklich quasi alles gekriegt in dem Moment. Aber am Anfang war es wirklich crazy. Da kommt auf die Bühne und sagt, ich bin schon länger von Thailand zurück. Und alle schon, boah. Und auf jeden Fall, wie bin ich jetzt auf das gekommen? Ah, genau, weil er 16 Jackie Cola getrunken hat. Also allein das ist schon eine zünftige Gage in Deutschland. Oder ja, in stimmt, Österreich. Stimmt. Gut, es ist dann nachher auch eine Message vom Club, dass man vielleicht ein bisschen Kontrolle sollte haben über wie viel Getränke raus. Oder, also ja, vor allem vorher. Also ich finde immer, also ich bin so ein bisschen absolut die Gegnerin von vor dem Auftritt trinken, muss ich ehrlich sagen. Gar nicht? Ich trinke so gut wie gar nicht vorher. Ja. Irgendwie, also ich weiss nicht, das ist so nachher sehr gern und auch teilweise sehr viel. Aber ich weiss nicht, ich habe irgendwie mega Respekt davor, dass ich das Publikum Zeit nimmt und respektvoll da zulässt. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, wie ich will dann das Bestmögliche bieten, ob sie es lustig finden oder nicht, ob sie mich dann gut finden oder nicht. Das kann ich nicht steuern und das ist ihnen überlassen. Aber ich kann wie mein Bestmögliche geben. Das und das finde ich gehört irgendwie dazu, dass ich nüchtern bin. Ja. Und ich will auch nicht
in die Versuche gekommen, dass ich irgendwie merke, hey, wenn ich getrunken habe, geht es viel besser, dann bin ich viel lustiger. Und dann trinkst du immer vorher und das will ich auf keinen Fall. Wie machst du es? Trinkst du ein bisschen vorher? Oder? Nein, also nicht mehr. Ich hatte das gehabt, so die ersten, ja, sicher 2 Jahre. Vielleicht sogar 2,5. Es war so eine Mischung aus, eben, wow, ich kann trinken. Also weißt du, ich kann einfach an der Bar etwas bestellen und ich zahle nichts dafür. Ja. Ja. Und das ist mega geil. Und das muss ich jetzt ausnutzen. Vor allem, weil sie eben auch in einer Phase ist, wo du noch nicht viel Stutz kriegst dafür. Ja, das ist deine Gage. Genau. Und die musst und du ausnutzen. Und ja, voll. Und es ist dort, dort habe ich noch beim Radio geschafft und sonst viel geschafft. Und zum Beispiel beim Radio, ich weiß nicht einmal ansatzweise nur ein Gedanke gesehen, dass du vor der allerletzten Moderation auch nur eben einen Schluck Alkohol trinkst. Und dann findest du so, hey, aber Bühne, und eben, ich darf das ja, es wird mir ja angeboten und zum Nacht und der klassische Effekt, da trinkt jemand noch ein Glas Wein. So, oh, dann kann ich ja auch jetzt kann ich auch ein Glas Wein nehmen, oder? Und dann ist es einfach so gesehen, ich kann quasi arbeiten und trinken. Ja. Super. Voll geil. Und danach hatte ich, glaube wirklich so etwa ein Jahr, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich muss 1-2 trinken, damit es funktioniert und dass ich etwas lockerer bin. Ja, voll. Und dass, oh, weißt, ich improvisiere so gut, wenn ich trinke und so. Was mal wirklich voll auf eine offene Bühne und einfach irgendetwas labern, das kann extrem befruchtend sein. Aber wenn du ein Solo spielst, gibt es eigentlich keinen Grund. Und dann ist es wirklich, dann ist langsam, zum Glück, irgendwann kommt das Alter. Mega das Alter gut. Und Vernunft. Ja, weil also ganz am Anfang, beim ersten Programm, das habe ich aber hauptsächlich noch zu Basel gespielt, dann habe ich Wodka gesoffen auf der Bühne. Und während der Show? Ja. Ah, krass. Und dann habe ich gewechselt zu Chinach mit Tonic. Das ist dann so mehr so Apero. Ja. Und dann irgendwann, als ich das zweite Solo gespielt habe, mit dem bin ich dann schon ein bisschen in der Schweiz gesehen, habe ich so immer so ein Bier auf die Welle auf der Bühne. Das war so ein bisschen ein stilistisches Mittel gesehen. Ja. Aber das Problem ist, ich muss die ganze Zeit aufstoßen ab jedem Scheißdreck. Und dann habe ich wirklich zum Teil so ganze Bits immer so. Und auf jeden Fall bin ich dann dort und dort angelaufen und zu einer Frau gekommen. Und dann irgendwann findest du so, nein, jetzt geht auch nicht. Ja, ja, voll. Und dann, ich glaube wirklich, der grosse Wechsel ist gesehen. Ich habe erst mit 27 das Autobillett gemacht. Und du kommst aus dem Aargau. Wenn man von Basel irgendjemand einen Auftritt im Aargau hat, dann sollte man das Auto nehmen. Weil, je nachdem, mit Zug dort umsteigen, nochmal auf den Bus warten, eine halbe Stunde, was weiß ich, ja, ist mega mühsam, bis du dann mal in Sur bist oder so. Und darum bin ich dann viel mit dem Auto gegangen. Und die ersten 3 Jahre ist 0,0 Toleranz. Und ich finde, wenn man Auto fährt, sollte man eigentlich nicht trinken. Ja. Und dann hat es wirklich auch verbremsen. Und es war mega gut gesehen. Ja, voll. Weil ich dann gemerkt habe, man kann alles, was man auf der Bühne macht, kann man sich einfach in so einen Zustand kann man sich versetzen. Und für das brauchst du nicht. Was auch immer. Ja, und ich finde einfach, wenn man irgendwie so wie Hilfsmittel braucht, eben Alkohol oder andere Betäubungsmittel, um sich auf die Bühne zu trauen, dann würde ich mir noch mal überlegen, ob das wirklich so das ist. Also, ich kenne auch Leute, die wirklich irgendwie, die brauchen zuerst 2 grosse Bier, damit sie sich überhaupt wirklich getrauen. Ja. Und ja, es ist schon, klar hat es mega viel mit Mut und mit Überwindung zu, aber wenn du dann 2 grosse Bier brauchst, um dich überhaupt getrauen. Ich finde es auch faszinierend, also andere Sachen habe ich jetzt nie groß gesehen in der Comedy, aber Weed wird auch sehr gern konsumiert. Und es gibt aber so Leute, wo ich wirklich das Gefühl habe, wenn du sagst, weißt du, so das Bestmögliche, habe ich so das Gefühl, der oder die ist jetzt, glaube ich, schon besser nach 2-3 Zügen von einem Joint.
Ja, es kommt halt auch mega drauf an. Also der Vincent Pfäfflin sicher, ja. Es kommt halt mega Beispiel, drauf an. Ja, es kommt auch darauf an, was du machst. Ja. Genau, ja. Und es muss halt zum Stil passen und zum Typ passen. Und ja, also... Also in den USA ist es krass. In den USA siehst du wahnsinnig viel betrunken oder bekifft auf der Bühne. Ja. Und ja. Einen habe ich mal gesehen, wo ich das Gefühl hatte, also gut, ich glaube, man sieht auch viel, ich sehe zum Beispiel so, ich folge der Laugh Factory. Mhm. Und Laugh Factory postet immer wieder mal so Videos auch von nicht so bekannten Comedians. Und da hat mir irgendwann mal einer gefragt und gesagt, hey, ist zum Beispiel Koks ein Thema in der Comedy? Dann habe ich gesagt, nicht wirklich. Aber in den USA eher. Mhm. Und seitdem schicke ich dem immer, wenn ich bei der Laugh Factory Komiker sehe, und ich sage, der ist sicher auf Koks. Mhm. Weil es ist einfach so ein völlig anderes Performen. Ja. Du siehst es richtig. Es ist dann eben nicht, ich bewege mich nach links, um hier einen Punkt zu machen. Sonst ist wirklich, ich bewege mich so ein bisschen und dann schwitzen sie und sind so... Mega. Und dann immer so... Ja. Und ich habe mal einen habe ich mal gesehen, da habe ich das Gefühl gehabt, der ist jetzt irgendwie auf irgendeiner Pille oder so. Ja. Also weißt du, der ist wirklich so gesehen. What? Crazy. Ja. Aber also in der Schweiz eh nicht so. Nein, in Österreich auch nicht. Also das Problem ist, wenn ich vorher würde trinken, könnte ich keine 20 Minuten durchhaben, weil ich aufs WC muss. Wirklich? Nach Bier muss ich einfach alle 5 Minuten aufs WC. Und ich glaube, wenn ich vorher würde kiffen, ich glaube, ich hätte mega Paranoia. Ich würde so denken, oh nein, alle schauen mich an, oh mein Gott. Yeah. Einmal habe ich in einem CBD-Store performt, das ist lustig, aber ich habe vorher auch nichts geraucht oder so. Aber es war mega cool, mega chillige Atmosphäre. Du noch ein paar Kifferwitzli können machen. Ja, der Charlie und ich haben in den USA haben wir Joe Rogan mal gesehen, mhm. wo sogar noch auf der Bühne sagt, I'm way too high for this. Und er ist wirklich schon auf die Bühne gekommen mit einfach so zwei so dunkelroten Löchern. Und so, oh shit. Aber dort ist dann halt wirklich, du merkst wirklich, wie man eine Nische bedienen kann. Weil es hocken dann auch viele Kiffer im Publikum. Mhm. Eben, und dann funktionieren Weed-Jokes. Ja. Und das finde ich dann natürlich das Langweiligste. Ja, voll. So, ich wollte eine Cola holen und dann hatte ich einen Kaffee in der Hand. Und alle anderen so, ja, das ist mir genau auch passiert. Und das ist natürlich mehr boring in dem Moment. Ja, voll. Aber du hast natürlich dann so ein Identifikationsfaktor, wo man Logisch. Denkt, ja, genau so. Aber was ich zum Beispiel gerne mache, ist mehr einfach, wenn wir jetzt eine grosse Mixed-Show haben, dann trinke ich gerne ein Glas Wein vorher, aber mehr so aus dem Geselligkeitsfaktor. Weil man so viel üben im Jahr auf der Bühne steht, dass man nicht viel zu Nacht essen mit Freunden kann machen kann. Ja, ja, das stimmt. Mhm. Keine Einladungen, also all das Zeugs. Und wenn mir dann irgendwie so, frag mich nicht, dann bist du 5 Leute und bist zusammen am Nachtessen. Dann finde ich so, das gönne ich mir jetzt und sage, weißt du was, ein Glas Weißwein nehme ich jetzt und dann stoße ich an, dass du so noch ein bisschen so wie einen privaten Moment hast. Ja. Ja, vor allem, also nachher habe ich es einfach mega gern. Und vorher, ich bin einfach mega oft recht nervös vorher. Ja. Also jetzt nicht so ungut, nicht so, oh mein Gott, ich kann nicht schnaufen, mhm. aber so ein bisschen, immer so ein bisschen. Und dann habe ich irgendwie... Nein, dann wärst du noch nervöser. Ja, nein, ich weiß nicht, das sind einfach zwei verschiedene Sachen. Also ich... Ja. Irgendwie... Und ich kiffe auch nicht mehr. Hast du? Ja. Viel? Ja. Wirklich? Ja. Hast du so ein angehender Kiffer-Mädchen gesehen? Ja, so schon. So am Bahnhof? Auch ja. Mhm. Nein, ich habe recht. Ja, mal, also ich hatte schon Phasen gehabt, da... habe ich mit ein paar Kolleginnen haben wir das so ein bisschen zu unserem Lebensinhalt gemacht. Und entweder wir haben gekifft oder wir haben geschaut, wie wir etwas besorgen können zum Rauchen. Und ich bin dann auch in der Lehre manchmal beim Arbeiten. Hure stoned gsi. Ja. Und ich habe so beim Einwohneramt teilweise gearbeitet auf der Gemeinde. Mhm. Wenn so die Leute kommen und so Fragen haben, wie es mit ihrem Pass weiterfahren oder mhm. Wie sie sich einbürgern lassen oder ob ich noch ein Formular habe. Ich war so breit die ganze Zeit. Hast du halt ausgelachen? Nein, ich habe einfach, glaube ich, recht lange gebraucht, um zu checken, was sie jetzt wollen und habe dann einfach irgendwie so das falsche Formular gegeben. Oh,
Das ist, habe ich mal gehört, hat mir mal eine Kollegin gesagt, dass sie das gemacht hat. Natürlich, natürlich. Genau. Hast du das schon irgendwie verwartet auf der Bühne? Nein, noch nicht. Aber jetzt im neuen Programm rede ich über KV-Zeit. Ja. Dort habe ich ein Bit drüber. Und ja, eben, es ist so, es gibt so gewisse Sachen, eben so Kiffer-Jokes, so, es ist alles schon gesagt worden. Mhm. Der Joke muss so gut sein. Mhm. Da bin ich jetzt noch nicht drauf gekommen. Suchst du noch? Nein, yeah. Ich bin schon drauf gekommen, aber ich habe vergessen. Genau. Klar, sicher. Ich habe einen Kiffer-Joke geschrieben zu Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Hast du gewusst, dass das dritterfolgreichste Album aller Zeiten ist? Habe ich jetzt nicht gewusst, aber es ist auch mega gut. Aber das habe ich erst verstanden, wo ich mal heim war. Und ich bin sehr selten heim und es tut mir nicht gut und es ist nicht meins. Aber dann habe ich mal das gehört und gefunden, jetzt verstande ich Pink Floyd. So. Aber hättest du das nicht bei allem gehabt? Wenn du jetzt zum Beispiel Backstreet Boys gehört hättest, dass du dann gedacht hättest, hey, jetzt verstehe ich Backstreet Boys. Die habe ich aber schon damals verstanden. Das ist halt schon ein bisschen zugänglicher. Backstreet Boys ist ein bisschen zugänglicher. Ja, ein bisschen. Mhm. Das stimmt. Also Tell Me Why kannst du nach einmal. Oder? Ja, aber man kann es mega noch interpretieren und mega philosophisch auslegen. Wenn man high ist zum Beispiel, dann... Nein, kann man nicht. Tell me why I'm so high. Ja. Nein, in einem Basketballlager ist mal einer gekommen, so ein Choreograf. Ich weiß nicht, wieso genau wir das haben machen müssen, aber es war so Teil von einem Workout gesehen. Und dann hat er Backstreet Boys laufen lassen. Und das ist zu der Zeit gesehen, wo du als Typ Backstreet Boys noch hast müssen scheiße finden. Mhm. Weil das ist ja erst jetzt wieder cool. Ja, ja, voll. Jetzt hast du ja an so einer 90er-Party hast du ja jeden Volltrottel, wo dann nachher am Boden geht und irgendwelche Backstreet Boys-Moves macht. Völlig ausrastet, ja, ja, voll. Also ich. Und, ich kenne auch jemanden, der mit mir nicht hat, weil er an die 90er-Party geht. Und ich glaube, ich bin immer noch hässig auf die Person. In Wien. Hey, ich habe so dumm da. Ich bin so aufdringlich gewesen, glaube ich. Ich will jetzt auf 90er gehen. Weißt du, was das Problem ist dort? Nein. Dort habe ich noch weniger geschlafen. Dort habe ich ja etwa 2 Stunden gepennt. Ah ja, genau, das stimmt. Am Abend vorher hat er auch recht viel getrunken. Und hat dann von dieser Show bedingt sehr viel Termin gehabt. Stimmt. Und die Show ist ja auch erst irgendwie um 1 Uhr morgens losgegangen. Ja, und dann ist, glaub, ich, war es, glaube ich, 3 Uhr. Das war jenseits. Und da bin ich wirklich schon 24 Stunden wach gewesen, nach 2 Stunden Schlaf. Und du gesagt, 90er Party. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist einfach der schrille Sound. Und eben Leute, die am Boden irgendwie... Auf jeden Fall haben wir so einen Choreograf gehabt. Ja, alles gut. In dem scheiß Basketballlager. Ich weiß nicht, wie er geheißen hat. Juan. Ich glaube, er hat Juan geheißen. Ja. Auf jeden Fall ist es ein Juan gesehen. Er hat so lange Haare gehabt. Und dann hat er uns so Moves erklärt, wenn man so zu den Backstreet Boys macht. Und wir sind irgendwie so 14 gesehen. So, was? Was machen wir jetzt da genau? Und darum, ich sage jetzt mal, Backstreet Boys ist zugänglicher als Pink Floyd. Ja. Ja. Und darum, eben, Pink Floyd ist Dark Side of the Moon, das dritte erfolgreichste Album aller Zeiten. Ja. Und welche sind die 2 erfolgreichsten? Thriller ist, glaube ich, noch davor. Immer noch. Und noch und Queen vielleicht? Ja, bin mir nicht mal sicher. Ich habe gemeint Fleetwood Mac. Okay. Nicht Queen. Queen ist nicht drin. Nein. Christoph, weißt du per Zufall, was die 3 erfolgreichsten Alben sind? Hast du gesagt Queen oder Fleetwood Mac? Ich tue es noch. Googelt mal. Das ist gut. Das sollte jetzt unbedingt wissen. Ja. Ja, es kommt ja darauf an, wie du rechnest, gell? Es ist ja mittlerweile mit 1 Million Streams, bist du ja schon sehr erfolgreich. Stimmt, ja. Aber früher hat man noch gerechnet, was über den Ladentisch geht, oder? Was ist so genau. Quasi? Ja, Einheiten. Wirklich Einheiten. Ja. Das ist ja... beim Klibi zum Beispiel. Der hast du noch mitgekriegt. Klibi und Caroline. Der hat über 1 Million Einheiten verkauft. Krass. In der Schweiz. Ja, das ist krass. Und das ist heute unvorstellbar. Ja, voll. Stell dir vor, du willst jetzt eine CD machen oder eine Vinylpresse. Und dann sagst du nach der Show, hey, übrigens, da an meinem Merchstand gibt es noch CD von meinem letzten Programm. Schlapfen halten.
Ich würde es einfach auf Kassette aufnehmen. Das gibt es ja wieder. Der Crimer hat das gemacht. Der Crimer macht so richtig klassische 80s Pop. Mhm. Und ist sehr erfolgreich mit dem. Und er hat sein Album auch auf einer MC-Kassette. Ja, das ist geil. Rausgebracht. Aber es kann es einfach fast niemand mehr hören. Wer hat noch einen Kassettenrekorder daheim? Hey, mein Götti-Mädli. Ich habe mega Freude gehabt, als ich meinem Götti-Mädli eine Kasperli-Kassette kaufen konnte, die ich früher auch gelost habe. Oh, super. Weißt du, als ich so gewusst habe, ah, das ist die Geschichte und das ist die Geschichte, und das kann ich ihr jetzt schenken. Ah, oh, mega cool. Ja. Yeah. Ich war vor 3 Tagen bei meinen Eltern und wir haben etwas ausgeräumt, weil ich immer noch mega viel Zeug dort hatte. Aber weißt du, so Zeug, die ich eigentlich schon vor 50 Jahren hätte vortrühren können. Dann habe ich auch so Kassettchen gefunden. Ich habe ein ganzes Haus gesucht und wir haben keinen Kassettenrekorder mehr. Mhm. Mega schade. Und das eine wäre Kelly Family. Natürlich. The Best Of. Du bist richtig Kelly Family Fan gewesen, hä? Was heisst es? Ah, immer noch, okay. Ja, ein bisschen. Nein, eigentlich, ja, doch, voll, ja. Und das andere habe ich dann Demo-Tape von Isabel Meili. Oh! Und dann habe ich dort das Lied aufgenommen. Ohne Scheiß. Ja, aber ich kann es jetzt nicht mehr hören. Es ist mega schade. Es würde mich mega wundern, was ich dort so reingeschwätzt oder gesungen habe. Ich habe noch eine Kassette daheim mit so deinen, wie heissen die Beschriftungsmaschinen? Mhm. Also dort steht mit so einer Beschriftungsmaschine, die ich bei meiner Großmutter hatte, steht da drauf Radio J. Und irgendwie so mit Sex habe ich. Und dann wirklich, so gut. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal gehört habe, ich muss das mal digitalisieren. Und ich habe gesagt, Radio J. Hallo, da sind wir bei Radio J. Und ich mache das. Weißt du, wirklich so. Mega gut. Und, ich könnte sagen, die Entwicklung ist da andere. Also Bill Freud ist auf Platz 3. Siehst du? Davor ist ACDC, Back in Black. ACDC? Ah. Nummer 1 ist der Michael Jackson, der Thriller, 66 Millionen. Und wo ist Fleetwood Mac? Habe ich nicht auf der Liste. Und Queen ist auch nie eine? Ich sehe jetzt nur die ersten 3 da. Aber okay. Sicher unter den ersten 10? Ja, sicher. Also. ACDC, crazy. Ja. Auch geil. Aber wegen Kassettchen, was es mittlerweile noch mehr gibt als Kassettchen auch für Kinder, ich weiß nicht, wie sie heißen, Tonebox oder so. Hast du das schon mal gesehen? Ich glaube nicht, nein. Es ist wirklich so eine große Würfel und dann kannst du so Figürchen kannst du draufstellen und dann spielen sie etwas ab. Okay. Ja, yeah, ist crazy. Also dann tust du wirklich das Figürchen drauf und irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Halterung hat oder ob es einfach magnetisch ist oder irgendwie so. Und danach hast du zum Beispiel die Maus von Sendung mit der Maus. Mhm. Und dann kannst du die drauf tun und danach kommt... cool. Und dann können sie irgendwie noch so hauen. Wenn sie in die eine Richtung hauen, dann geht es das nächste Lied. Wenn sie zurückhauen, kommt irgendwie das Lied davor. Und weißt du, so in dem Stil. Es ist eine tolle Idee. Vor allem das mit dem Hauen. Aber, genau, aber der letzte Weihnachtsbesuch war wirklich einfach nur gesehen. Ja. Und die ganze Zeit immer. Oh, und dann wieder. So. Also es ist, glaube ich, schön, wenn du es dann einfach mal durchlaufen lässt. alles andere. Ich glaube, die heißt irgendwie Tonebox oder irgendwie so. Aber Kassettchen an sich haben sie noch. Leider ist das auch am Aussterben. So. Vinyl hebt sich. Ja, voll. Schon mega lang und dann wird es immer so wieder mega Trend und aber Kassette irgendwie, ich meine, es ist mega unpraktisch. Also wenn du ein bisschen vorspulen oder, yeah. oder zurückspulen, es ist mega unpraktisch. Aber hast du auch so ein Teil gehabt, wo du dann irgendwie Radio gelost hast und dann hast du so mega lang auf dein Lieblingslied gewartet und dann hast du dort auf Record gedrückt und dann das aufgenommen und dann ist es irgendwie verschwunden oder jemand hat aus Versehen etwas darüber aufgenommen. Boah, das war ein Drama. Gewesen. Ja, und vor allem ganz gross ist gesehen, wenn du dir selber ein Tape zusammengestellt hast, weißt, mit verschiedenen Songs, ja. wo du gesagt hast, zuerst will ich das, dann will ich das. Die eigenen Sampler. Mein Vater hat mir mal so eine Kassette gemacht, wirklich mit so Helge Schneider Katzenklo, mit der Bauernregel vom Emil. Mit, wie haben die geheissen? Irgendetwas Cars geheissen? Hot Dog, Jumping Frog, Albert.
Ricky. Brr, brr, brr. Das war so ein Lied. Und das ist einfach, weißt, so völlig, völlig durchmischt. Ja. So, aber irgendwie das, gewusst, das sind Sachen, die ich toll finde und lustig finde. Oder lustig finden könnte. Und das war dann so mein Mixtape. Mhm. Weißt, so. Azuro ist noch drauf gesehen. Ich habe meine Mixtapes immer Autobahnkassettchen genannt. Weil wir immer gewusst haben, oder wenn wir die Ferien gefahren sind und mega lang auf der Autobahn sind, es wird mega lang und dafür brauche ich meine Lieblingslieder. Logisch. Ja, voll. Das, voll. Das brauchst du dann auch. Ja, und das war so mega aufwendig und du hast dir mega Mühe gegeben und es hat dann mega höheren Stellenwert gehabt. Irgendwie. Eben, du hast dich also ein bisschen wie fix entschieden. Du hast so gefunden, das ist eben das, was ich muss dabei haben. Ja. Und das hat sich bei mir allein schon geändert, als ich dann so einen Discman hatte. Mhm. Weil CDs, habe ich dann gemerkt, knall ich oft alle auf eine Spindel und dann kann ich 50 CDs mitnehmen. Ja. Und habe alles dabei. Ja, so. Und du musst dich nicht mehr so entscheiden für etwas. Und dann ist der iPod gekommen und dann ist es gesehen, oh, jetzt kann ich noch mehr. Ja, der iPod ist so ein bisschen dann wie Tinder. Und Kassettchen ist wie eine Beziehung oder eine Ehe. Nein, weißt, nein, iPod ist eben so ein Zwischending. iPod ist... iPod Parship. Ist, ja, so eine Datingbörse. Ja. Du hast etwas... Du hast schon etwas. Du hast quasi mal müssen... So eine Vorauswahl treffen. Ja. Mhm. Ja. Du hast mal müssen sagen, was will ich nicht. Ja. So. Und Tinder ist eigentlich jetzt der Streaming. Ist Spotify oder so. Spotify, ja. Apple Music. Ja. Wie heißt es dann? Tidal. Und so weiter. Weil das ist ja eigentlich das Absurde. Ein iPod ist ja trotzdem noch gesehen von dir kuratierte Sound. Weil du hast den ja müssen haben. Das heißt, entweder hast du ihn gekauft digital, schweineteuer, oder du hast noch CDs gehabt, wo du dann halt... Wo du dann übergebrannt hast, oder? Ja, ja, voll. Genau. Mhm. Stimmt. Eingelesen, stundenlang. Ja. Stundenlang eingelesen. Ja. Und wenn sie dann einen Sprung gehabt hat, dann ist eigentlich schon vorbei gewesen. Ja. Leider. Du hast vorhin mal erwähnt, dass du das neue Programm machst. Ja. Genug. Mhm. Ich habe wirklich noch nichts über das Programm erfahren, außer den Titel. Wieso genug? Ich glaube, dass genug ein mega Thema ist für alle, dass man sich mega viel überlegt, habe ich genug von dem, brauche ich noch mehr? Mhm. Habe ich genug vom anderen? Und dann... Eben Musik auf Spotify. Zum Beispiel, genau. Und, oder habe ich schon genug getrunken? Und es ist auch mega Definitionssache und mega, es geht auch mega um Grenzen, glaube ich, bin genug. Was ist wirklich genug? Was ist für mich genug? Was ist für dich genug? Und dann auch die Frage, so, bin ich genug? Was heisst das eigentlich? Wem muss ich genügen? Und das bin ich jetzt so ein bisschen am herausfinden mit dem Programm. Mhm. Ja. Gut, aber so, von der Thematik her... Ist absolut nicht lustig. Genau, ist echt ernst. Mhm. Aber du kriegst es lustig an. Ich hoffe es, ja. Ja, also es gibt dann noch ganz viel über die 90er Jahre in diesem Programm. Mhm. Also es gibt schon genug, wo dann auch lustig ist. Mhm. Aber ja, oder weißt du, auch so Themen irgendwie so... Haben wir jetzt nicht schon genug darüber geredet? Von was habe ich genug im Sinne von, ich kann es nicht mehr hören? Mhm. Und was ist, von was kriege ich nicht genug? Mhm. Warum? Mhm. Aber stimmt, es ist eigentlich nicht so lustig, so wie ich es jetzt erzähle. Dann müsste man halt dann ins Programm kommen. Ja, logisch. Das ist aber, was ich immer das Gefühl habe, bei der Musik so extrem ist aufgrund von der langen Umwälzungszeit, ab dem Moment, wo du einen Song schreibst, bis zum Moment, wo der dann tatsächlich erhältlich ist und du Werbung für den machst, gehen zum Teil 2 Jahre, 3 Jahre. Und dann hast du ein klassisches Beispiel, jemand ist im Herzschmerz, schreibt eine wahnsinnige Ballade. Und 3 Jahre später, glücklich in einer Beziehung. Mhm. Und dann kommt aber einfach das Lied raus. Ja. Und es ist zwar ein Teil von einem, aber es ist schon wieder sehr distanziert. Und bei der Comedy habe ich das Gefühl, hat man die Distanz nicht so fest, sondern man ist näher bei sich, weil man eben ja an dem Tag auf die Bühne geht mit dem, was einen beschäftigt, sozusagen. Mhm. Aber Schlapfen halten ist ja eigentlich eben
unter anderem auch darum gegangen, dass du nicht kannst schwätzen. Und wenn du dann das jahrelang spielst, bist du dann so, ich habe es jetzt eigentlich eben, von dem habe ich jetzt auch genug. Ja, ja, das stimmt. Aber mir ist dann auch immer wieder, also ich bin dann auch immer mega dankbar gewesen, weil ich einfach, während ich darüber geredet habe, wie das war, dass ich nicht schwätzen konnte. Wenn du dann wieder darüber schwätzen kannst, dann weisst du ja, jetzt ist es vorbei. Mhm. Jetzt hast du das Schlimmste überstanden. Und das ist irgendwie mega schön gewesen. Aber ja, jetzt ist Zeit für etwas Neues. Ja. Definitiv. Also, und hast du jetzt, ja, jetzt den Prozess geändert im Gegensatz zum ersten? Weil jetzt darfst du ja schwätzen, während du es schreibst. Ich finde es schwieriger jetzt zum Schreiben. Ja? Ja, definitiv. Also, und das Erste war einfach so, gewesen, ich habe keinen Zeitdruck. Es wartet auch kein Schwein drauf, dass jetzt noch irgendein weiterer Comedian ein Programm raushaut. Und es war alles gewesen, so, ja, schauen wir mal, ja, probieren wir mal. Und jetzt habe ich einen Termin und das muss einfach fertig sein bis dann. Mhm. Und irgendwie habe ich auch lang bin ich nicht so in den Schreibflow hineingekommen. Und wenn, dann habe ich gefunden, das ist ein rechter Scheiß, was ich da gerade zusammenschreibe. Und jetzt bin ich über Weihnachten, Neujahr, eine Woche so in der Schreibferien gewesen. Ich war wirklich alleine auf Palma und habe einfach den ganzen Tag geschrieben. Und dann bin ich wieder spazieren und habe mir das wieder überlegt und neue Wege gesucht, wo ich durchgehen kann mit dem Joke. Und dann wieder geschrieben. Und jetzt ist es langsam so, dass ich das Gefühl habe, ja. Vielleicht. Bist du eine Schreiberin, die dann das Geschriebene performt? Oder tust du eben auch viel unterwegs ausprobieren, sozusagen? Beides. Also ich muss den Grundgedanken mal aufschreiben und schon versuchen, ein bisschen auszuformulieren und dann so ein bisschen spielerisch einfach so ein bisschen durchschwätzen und dann vielleicht noch verschiedene Dialekt oder so irgendwie oder vielleicht noch ein bisschen andere Figur reinbringen und dann durchs Ausprobieren merke ich, welche Richtung es noch gehen könnte oder vielleicht fällt mir dann noch mal ein Pointe ein oder so und dann muss ich es einfach ausprobieren und schauen, was funktioniert, was nicht. Und du? Ich habe für jedes Programm so ein bisschen eine andere Herangehensweise gehabt und mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, also zumindest momentan, dass ich sage, alles. Also es gibt wie keinen direkten Prozess, wo zu dem führt, wo ich will, sondern es ist wirklich einfach, eine Nummer entsteht rein auf der Bühne durch Improvisation mit wirklich auf der Grundidee. Etwas anderes schreibe ich aus. Und früher habe ich immer so das Gefühl gehabt, ich muss mich entscheiden für etwas. Aha, nein. Und eben. Aber es hat auch geholfen, weil ein Programm ist dann fast nur so entstanden, ein Programm ist fast nur so entstanden und jetzt langsam ist es so, hey, mal so. Und auf einmal ist es so, ich habe einen perfekten One-Liner geschrieben, der zu diesem Thema passt. Dann habe ich das einfach. So. Und bei etwas anderem findest du so, erst im Nachträglichen so, dort habe ich ja, dort ist ja auf der Bühne ist ja ein One-Liner entstanden. Ja, voll. Also gibt es für mich, mittlerweile gibt es so, also gibt eh kein richtig oder falsch, aber ich habe so wie wieder müssen den Kopf aufmachen und sagen, es ist im Fall auch okay, einmal etwas ganz auszuschreiben. Und es ist auch mal okay, gar nicht auszuschreiben, sondern nur das Stichwort zu haben. Also weißt du, man muss sich eben wie selber die Grenzen wieder frei machen. Ja, ja. Weil ich hatte dann auf einmal so das Gefühl gehabt, ich darf nicht Satz für Satz genau schreiben, weil das muss ja dann auf der Bühne noch natürlich sein. Mhm. Aber auch wenn ich Satz für Satz genau schreibe, sage ich es auf der Bühne dann trotzdem nochmal anders. Ja, weil ich voll, ja dann eben finde, ich sage es ja so, wie es gerade stimmt. Also, ja. Eben, gibt's kein, es ist mehr so gesehen, dass ich wieder die Grenze haben müssen aufmachen. So. Aber was bei mir oft nicht ein Problem ist, aber eine klare Schwierigkeit ist, etwas entsteht in Deutschland und dann denke ich, kann ich das jetzt auch für die Schweiz brauchen? Und dann funktioniert es irgendwie nicht ganz. Nicht einmal sprachlich, sondern irgendwie zum Beispiel
die Figur, die ich dort kreiert habe, die funktioniert irgendwie für Deutschland besser. Ich muss ja, eine Schweizer Pendant finden, wo eben zum Beispiel mit Dialekt, ja, weil im Deutschen ist es dann, frag mich nicht, ist es ein Berliner, ja. Das funktioniert, mit einem Berliner funktioniert es gut. Dann findest du, aber in der Schweiz, was ist denn vom Dialekt her? Oh, dann machst du mal einen Berner und das funktioniert nicht wirklich. Und, so. Und für das erste Programm hast du ja eigentlich eben, das hast du für Hochdeutsch geschrieben. Also schon spezifisch für Österreich. Ich habe dann, sogar für Österreich? Ja, in Deutschland muss ich dann auch wieder Sachen umändern und viele Sachen, die über den Dialekt funktioniert. Oder über der typische Wiener, das geht gar nicht. Yeah. Also das geht so bis Stuttgart und ab Stuttgart überhaupt nicht mehr. Und das war mega spannend gewesen, zum herausfinden. Also in Bayern zum Beispiel funktioniert es auch mega gut. Yeah. Und die wissen vor allem so, wie der typische, klischierte, grantige Wiener. Da haben sie ein genaues Bild vor sich und dann funktioniert alles darüber sehr gut. Mhm. Bis Stuttgart und dann gar nicht mehr. Yeah. Also null. Also in Köln oder Berlin bin ich mega eingefahren mit ich erzähle euch jetzt ein bisschen etwas über die Wiener. Das ist so Stille. Okay, gut. Themawechsel. Es ist aber, ich finde es faszinierend, zum Beispiel in Berlin funktioniert auch nicht, wenn der Münchner erzählt. Mhm. Weißt du? Also wenn der eigentlich sagt, ja, und eben der Münchner so und so, das interessiert die einfach nicht. Ja, es interessiert sie einfach nicht. Mhm. Ja. Und das ist mega spannend, auch in der Schweiz dann zu schauen, die regionalen Unterschiede oder eben, wenn du so eine Figur kreierst, irgendwie musst du sie jedes Mal wieder abändern. Und das ist mega spannend, finde ich. Das mache ich also es ist dann immer wieder so ein Kick, so funktioniert das jetzt. Und auch mit Grenzen, also in Österreich, da kannst du halt, also das ist viel morbider. Du kannst viel mehr unter Gürtellinie, aber jetzt nicht im Sinn von einfach ein paar Schnäbiwitz raushauen, sondern wirklich so das tief Schwarze, das vertragen die Österreicher mega gut. In dunkle Ecken, ja. Und wo beim gleichen Joke, den ich gemacht habe, wo es mir in der Schweiz gesagt haben, nachher, du musst ein bisschen schauen, gell? Das ist also schon ein bisschen, so etwas kannst du nicht sagen. und in Österreich finden sie so, ja, das ist super, da kannst du noch ein bisschen mehr, reingehen, gell? Yeah. Und das ist mega, mega unterschiedlich. Ich finde es in der Schweiz faszinierend, weil in der Schweiz habe ich früher sehr pubertär, sehr viel Sex und was weiß ich. Mhm. Und danach hast du Leute, die sagen, ach, das ist so primitiv. Ach, das geht nicht. Und, nein. Und danach hat irgendwie nach zwei Jahren ist es ein bisschen weniger. Und danach können Leute sagen, hättest du noch viel mehr können? Ja. Hättest du noch richtig rein können. Und das ist, an dem Tag entscheidest du dann so, okay, ich mache es einfach, wie ich will. Ja. Also weißt du, alles andere macht keinen Sinn. Irgendwie gibt es immer etwas auszusetzen und man kann es nie allen recht machen. Und es ist schon egal. Also, ja, und ich habe das Gefühl, wenn man zu viel auf es ist sicher gut, auf andere hören. Und es gibt auch Feedback, wo, wie ich sage, wenn es etwas Technisches betrifft, dann denke ich so, oh wow, das ist so mega die Offenbarung. Das habe ich gar noch nicht gemerkt. Mhm. Stimmt, ja. Und wenn es dann eben so, sobald es in Geschmack hineingeht, eben mir ist es ein bisschen zu fest auf das, mir ist es zu fest so und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, wenn du dort auf mehr als zwei oder drei Leute los ist, dann verwässert es auch. Ja, du probierst eben so ein bisschen, probierst ein Thema zu nehmen, das vielleicht ein bisschen an der Grenze ist, aber du probierst es dann irgendwie soft überzubringen. So, und am Schluss geht es einfach nicht mehr. Oder? Weil du kannst ein morbides Thema kannst sehr wohl durchziehen, wenn der Zugang von Anfang an stimmt und man irgendwie gut drauf kommt. Also, ich habe das Gefühl, wenn man zu fest auf alles schaut, dann verwässert es. Ja. Ja, und vor allem muss man ja, glaube ich, einfach bei dem bleiben, wo man ist und wo man selber, wo man einfach das Bedürfnis hat, um darüber zu reden. Und wenn, ob das jetzt irgendwie pubertäre Pimmelwitz sind oder wenn ich das Bedürfnis habe, um darüber zu reden und das echt ist und das ich bin, dann soll man das machen. Und wenn man mega, mega schwarz tief abtauchen will, weil man das ist, dann soll man das machen. Also ich glaube, dass es immer noch, und nicht so mit Trends
mitschwimmen. Also nur, weil jetzt alle keine Ahnung über das Wichsen reden, muss ich jetzt nicht. Aber wenn es mir ein Bedürfnis ist, wenn ich jetzt mega gerade über das Wichsen reden will, dann soll ich das machen. Also es ist, ich glaube, das ist mega wichtig, dass, dass man einfach schaut, worüber will ich reden. Und, was und ist ich, mir ein Bedürfnis? Und ich habe das Gefühl, eben, du vor allem in Österreich ist eh nochmal ein anderes Pflaster, aber ich habe das Gefühl, in der Schweiz müssen die Leute zum Teil noch ein bisschen merken, dass zum Beispiel auch wenn man über das Wichsen redet, es nicht ums Wichsen geht. Mhm. Im Sinne von, ich mache jetzt nicht einfach den Witz über das Wichsen, sondern ich nehme das Wichsen zum eine spezielle Struktur anzuwenden oder eine spezielle Art von Joke zu bringen. So. Ja. Und das ist zum Beispiel in den USA ist ja der Dick-Joke, der klassische Pimmelwitz, ist ja eine richtige Kunstform geworden, wo Leute 10-minütige Storys können machen, wo du sagst, es geht null um den Pimmel. Mhm. Wirklich null. Mhm. Aber er wird gebraucht. Ja. Für den Joke. So. Und ich habe das Gefühl, in der Schweiz, man kommt langsam da hin, weil die Leute jetzt, das merkst du einfach mit, wie viele Stunden jemand schon in einem Publikum gesessen ist und wie viele Stunden jemand schon Comedy konsumiert hat, in irgendeiner Art und Weise. Dass dann eben auch, wenn es ins Morbide geht, dass man dann auch versteht, es ist jetzt nicht der Witz, der Tod an sich. Sondern, sondern du willst ein Bild kreieren. Oder, genau. Oder ja, voll. Und darum habe ich das Gefühl, also eben das erste Programm ist für Österreich gesehen. Jetzt hast du aber zum Beispiel in der Schweiz Premiere mit dem nächsten. Mhm. Bist jetzt eher für die Schweiz am Zuschaffen mit dem neuen Programm? Oder bist jetzt eher für, ich probiere es da und da und da, aber es sind dann eigentlich drei verschiedene Programme, weil es ist Schweiz, Deutschland, Österreich. Ja, es werden schon drei verschiedene Programme dann. Ja. Yeah. Das schon. Also ein paar Sachen kann man eigentlich wirklich eins zu eins übernehmen. Und ich hatte halt im ersten Programm mega viel über Wien. Und einfach das Ganze so, das KV-Mädchen aus dem Aargau kommt auf Wien und es ist alles gross und es ist alles anders und die reden anders und sind von der Mentalität her viel, viel anderserer. Das ist ein mega gutes Wort, das es gibt. Als ich erwartet habe und das hat mega viel Raum genommen. Und der Vergleich zum Beispiel funktioniert in der Schweiz überhaupt nicht. In der Schweiz hat man einfach das Gefühl, ich lästere über die Wiener. Und man denkt sich dann, ja, wieso bist du denn dort geblieben? Also komm doch wieder zurück in Aargau, wenn es dich so stört. Und dort ist so, man liebt und hasst die Wiener. Und vor allem die Wiener selber. Mhm. Und jeder Wiener weiß, wie der Wiener funktioniert. Mhm. Und teilweise muss ich dort nur sagen, so und so ist es in der Schweiz und in Wien. Und das ist schon ein Lacher, weil die Leute schon im Kopf wissen, was jetzt kommt. Ja. Und jeder kennt das irgendwie und weiss, ja genau so ist der Wiener. Und das sind ja auch alles wahre Geschichten. Mhm. So, du hast doch auch irgendetwas über einen Kellner, oder? Ja, wo irgendwie ich has noch nie in einem Programm da, vielleicht ins nächste, aber das ist auch eine wahre Geschichte. Ja. Und im das Café, ist Wien. Das Café Coop. Ja, das ist einfach so Wien. Und was mir dort noch nicht bewusst war, ist, dass eben so Wiener Kellner entscheiden, wenn du bestellst und wenn du zahlst. Ja, ja, so. Das machst nicht du. Genau. Ja. Und wenn du aufs WC darfst. Ja. So. Und dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich die Hand gehoben habe. Mhm. Und danach ist wirklich ein hinter mir durchgelaufen und sagt, bitte nicht randalieren. Aber das finde ich herzig. Ne? Das ist mega herzig, und was ich im jetzigen Programm habe, ist halt, wo ich für ProSieben eine Sexszene haben musste drehen, auf Lustig, mit einem Wiener Regisseur. Und das ist sehr speziell gewesen. Ja. Sehr speziell. Weil wenn du dann eben noch sexuelle Regieanweisungen kriegst von einem Wiener, es hat einfach gerade nochmal so ein bisschen einen anderen Touch. Ja, ja, mega. Ja. Wenn es heisst, Füße in die Luft... Das ist einfach so ein bisschen ein anderer Touch. Ja. Also, hey, mach mal die Füße in die Luft. Weißt du, wie geil? Das ist nicht das Gleiche. Irgendwie. Ja, voll. Ja, aber darum, logischerweise ist das dann eben sehr spezifisch aufs Volk dort. Und sie verstehen genau, was abgeht. Und das ist ja auch immer der Vorteil, wenn du von jemand anders bist, dass du dann deine Sichtweise kannst zeigen. Mhm. Weil das finde ich dann immer so, das ist mir, beim Kaya Janar ist mir das aufgefallen.
Der Kaya Jana hat ein grossartiges Programm über die Schweiz gemacht. Ein ganzes Programm? Ja. Und es ist ohne Scheiß, es ist zum Schreien lustig. Wirklich, ich habe es nicht erwartet. Mhm. Ich habe es so nebenbei gefunden, komm, schau mal. Und ich habe es so lustig gefunden. Und dann habe ich gemerkt, dass er eins gemacht hat, ein Jahr davor oder danach, Schweizer Kaiser Reiz der Schweiz, und er hat eins gemacht, Planet Deutschland. Mhm. Und er hat ein Jahr vor dem Schweizer Programm gesehen. Und er hat also zwei, drei Sachen hat er in beiden Programmen gehabt. Und sonst ist es dann eben eher so spezifisch gesehen, das auf das Land bezogen oder das auf das Land bezogen. Und was mir dort aufgefallen ist, es ist halb so lustig, wenn dir der Deutsche erzählt, wie es in Deutschland ist, als wenn der Deutsche erzählt, wie es in der Schweiz ist. Es macht so viel aus. Und das ist genau das Gleiche wie bei uns in der Schweiz, auch noch zum Beispiel der Massimo Rocchi, wo der Massimo Rocchi angefangen hat und mit seiner italienischen Sichtweise die Schweiz beschreibt. Ja. Da verreckst, weil du weißt ja schon, was sie Einstellung ist zu dem Ganzen. Es ist ihm alles zu genau, zu pedantisch und so weiter und so fort. Oder? Ja. Und wenn mir das selber erzählen, ist es so, ja, big news. Ja, und vor allem, es fällt dir teilweise gar nicht auf, weil das ist ja das, was du kennst. Genau. Und das Bekannte. Und erst, ich habe dann auch wieder so, jetzt, wo ich 12 Jahre weg bin und ich merke dann immer wieder so Sachen, wo ich merke, wow, das ist so schweizerisch, so etwas kann nur ein Schweizer oder eine Schweizerin sagen. Irgendwie, wo ich dann auch mega lustig finde, aber die Schweizer finden es dann mega normal. Oder, irgendwie so Kleinigkeiten oder auch von der Sprache her. Und es gibt schon mega Unterschiede. Und ich habe zum Beispiel die Schweiz nie als so freundlich empfunden, wie als ich auf Wien bin und gemerkt habe, nein, die Wiener sind nicht freundlich. Und ich habe immer gefunden, nein, in der Schweiz sind alle so unfreundlich. Hey, gar nicht. Yeah. Auch Zürich, mega freundlich, im Gegensatz zu Wien. Hey, das ist Herzlichkeit pur, das ist Liebe, wenn du einkaufen gehst. In den Städte-Rankings ist immer Wien auf 1 und Zürich auf 2. Bei der unfreundlichsten? Nein, sondern so, weiß nicht, was das alles... Lebenswerteste Stadt, ja, aber alle Wien Faktoren ist gleichzeitig eben auch die drittunfreundlichste Stadt der Welt. Also die lebenswerteste, aber gleichzeitig die unfreundlichste. Weißt du, was davor ist? Ich glaube, Paris ist auf 1. Wirklich? Ja. Ich finde es lustig, weil so die Metropole, meiner Meinung nach, machen einen extremen Wandel. Zum Beispiel London war vor ein paar Jahren auch nicht so erträglich gewesen. Und jetzt gehst du auf London und findest, die sind alle mega nett. Und in Paris habe ich das eben auch empfunden gehabt, wo es immer so geheißen hat, oh, Paris, wenn du schon nur den falschen Kaffee bestellst, dann hat und irgendwie, ich glaube halt einfach Globalisierung, Tourismus, sind halt einfach so Faktoren, die irgendwie gleich mitspielen, dass dann die Leute auf einmal freundlicher werden. Ja, oder vielleicht sind es auch deine Erwartungen oder deine Erfahrungen, wo dann irgendwie, keine Ahnung, bist mit 17 das erste Mal in Paris und kennst irgendwie nur das Dorflokal von deinem Dorf. Und dann findest du, ja, dort sind sie mega unfreundlich. Und dann gehst du irgendwie 10 Jahre später und bist schon in vielen anderen Städten gewesen. Und plötzlich dann vergleichsweise findest du, so schlimm sind sie jetzt gar nicht mehr. Also, aber vielleicht werden sie auch wirklich freundlicher, das kann auch sein. Oder beides zusammen. Ja. Und in Wien bin ich halt mit einer mega falschen Erwartungshaltung an. Also, und die Leute hier haben also gesagt, so, ja, Wien, die sind alle so... Das ist noch ein bisschen so alte Schule mit geküsste Hand und da macht er alle die Tür auf und nein. Sie schlitzen sie zu. Sie schlitzen sie da vor der Nase zu. Also wirklich so, ich habe dann einfach so Sachen, die du irgendwie in der Schweiz als unfreundlich empfindest, die aber überhaupt nicht unfreundlich gemeint ist, habe ich was mega, mega unfreundlich empfunden. Und ich habe dann am Anfang, dadurch, dass ich halt so alleine war dort und ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten gehabt, und ich habe ich einfach gemeint, die haben alle, ganz Wien hat etwas gegen mich. Niemand will, dass ich dort hingehe. Bis ich dann mal gecheckt habe, nein, das ist einfach so die Wiener Art, das ist so der Wiener Schmäh, das meint jetzt niemand böse. Yeah. Aber also ich finde es nach wie vor hier in der Schweiz einfach mega schön, dass ihr alle zum Kaffee kaufst oder so. Dann wünscht ihr alle einen schönen Tag. Es ist mega schön. Das gibt es in Wien nicht. Also selten, dass ihr noch einen schönen Tag wünscht. Und sonst ist es so, bitte, ja, geschissen. Das ist halt, finde ich schon noch schön in der Schweiz.
Ich habe oft das Gefühl, sie meinen es nicht in der Schweiz. Das ist mir scheißegal. Wirklich? Wirklich. Wenn sie mir sagen, sie wünschen mir einen schönen Tag, dann finde ich es huere geil. Das ist mir scheißegal, ob sie das so meinen oder nicht. Ich habe in der Raststätte eine ältere Dame gehabt, da habe ich einen Kaffee geholt. Ein bisschen mit dem Becher drauf und was weiß ich. Und ich habe natürlich nicht gecheckt, es ist ja ein Unterschied, du musst ja tippen. Kaffee oder Latte Macchiato oder Cappuccino oder was weiß ich. So. Und was auch gibt, zum Teil gibt es Leute, die einen grossen Becher nehmen, aber irgendwie nur einen Doppelten Espresso reinziehen. So. Und darum musst du ja noch sagen, was es ist. Ja. Und dann habe ich das so angestellt, schon mit dem Deckel drauf. Und dann hat sie gesagt, so, was haben sie da unter dem Deckel versteckt? So ein Cappuccino. Und das ist wirklich, das hat mich den ganzen Tag gemacht. Da bin ich so happy gewesen. Das ist dann aber wirklich eine tolle Interaktion. Ja, mega. Ja. Mega. Ich bin vor 2 Tagen geboren mit meiner Schwester und dann sind wir so in Bern so in der Skihütte gewesen. Und nachher war dort so eine ältere Frau, die das Essen geschöpft hat. Und dann hat sie jeden individuell gefragt, ja, hat er den grossen Hunger? Ja, wenn es ein bisschen zu wenig Käse hat, dann kommt er nochmal. Und dann gebe ich nachher. Es ist so herzig gewesen. Und sie hat sich wirklich, sie ist mega langsam gewesen. Und hat sich einfach für jeden Einzelnen so viel Zeit genommen. Das Gefühl, ich habe wirklich jede Portion Spaghetti ist mit so viel Liebe gemacht. Es war mega schön gewesen. Wien findest du aber immer noch geil? Ja, mega. Mega. Also ich bin mega einverstanden mit extrem lebenswerter Stadt. Ja. Ja. Also ich finde es mega schön, du bist schnell im Grünen. Du hast viel Wasser. Mhm, voll. Und wenn man gerne so ins Theater geht oder eben ins Kabarett, dann ist einfach eine mega grosse Auswahl von Top-Qualität, wo du dir einfach täglich kannst irgendetwas anschauen kannst. Und es ist einfach, das Stadtbild ist einfach mega schön. Es ist einfach von der Architektur und von diesen vielen schönen Gebäuden. Und ich finde es grossartig, nach wie vor. Und wenn du in der Schweiz bist, dann bist du bei deinen Eltern? Oder wo? Ja, manchmal bei meinen Eltern. Ich war 2 Tage bei meiner Schwester gewesen, ja. In der Nähe von Zug. Und sonst auch mal bei Kollegen auch in Zürich. Also mal dort. Also machst du wirklich so Nomadenleben in der Schweiz? Ja, also so, ich würde sagen, so mein Hauptquartier ist schon bei meinen Eltern im Aargau. Ja. Ist das easy, wenn du... Ich kenne es von... Meine Mutter ist jetzt in die Normandie ausgewandert, sozusagen. Und wenn ich sie mal besuche, so die 3, 4, 5 Tage oder so, es ist dann oft wieder wie... Also wäre ich 12. Es ist wirklich ah ja, voll. Aber hast du geschaut wegen der... Wegen der Verbindungen. Weißt du, wie du dort hinkommst? Genau. Aber gell, heiz ist dann noch richtig am Zähne und die Eier... nicht vergessen, im Kühlschrank, oder was auch immer. Es ist ja wirklich so konstant. Ja, ja, mega. Und hast du das immer noch, wenn du heimkommst? Hey, ich werde zu einem 12-jährigen Kind. Yeah. Wirklich. Und es gibt so Sachen, die einfach so in meiner Welt nicht existieren, wie zum Beispiel Trockenreiben. Meine Mutter will immer alles Trockenreiben. Weißt du, wenn du die Hände gewaschen hast, dann gibt es ja so Wasserflecken. Und das muss man unbedingt Trockenreiben. Das ist mega wichtig, weil sonst gibt es Kalkflecken. Also würde ich jemals in meinem Leben irgendetwas Trockenreiben? Das ist wirklich so, überall immer so, hast du Trockengerieben? Lüften ist auch mega wichtig für meine Mutter. Ich muss immer lüften. Teilweise schreibt sie immer ein WhatsApp, hast du schon gelüftet? Wirklich? Und Stosslüften, das ist super geil, mega effektiv. Aber ist wirklich viel besser für die Umwelt und so. Ja, das hat sie mir auch lang und breit erklärt. Und wenn ich müsste eigentlich hier jetzt ein Untersätzchen haben, weil sonst gibt es Ring. Ja. Ja, und das sind so die 3 Hauptthemen. Da Ring. Eben, da hat jemand kein Untersätzchen benutzt. Meine Mutter hat eben schon recht. Das Ding ist eben, sie hat nicht Unrecht in allem. Sie hat wie immer recht, aber ich habe einfach keinen Bock auf Trockenreiben. Und aber man wird dann so wieder zum Kind und hat so Diskussionen mit, ich kann es im Fall trocken gerieben. Nein, aber sie hat noch einen Pflege. Ja, aber dann macht sie nicht. Ja, also ich werde so mega... Weißt du, das Schlimme ist, im Fall von meiner Mutter, in 80% von der Sachen sagt sie mir ja auch Sachen, die ich sonst wirklich vergessen habe. Aha, ja, ja. Aber man fühlt sich dann so enttappt. Jo! Ja, genau. Ja, genau. Ich weiss, dank. Ja, genau. Wie so ein pubertierender Teenager. Oder sagt es irgendwie so, hey, im Fall für das würde ich das andere Messer nehmen, weißt du, das schneidet besser. Und dann ist so meine Reaktion, Mann, ich mache immer alles falsch.
bitte mir nur gerade ein anderes Messer zu nehmen. Sie hat auch 15'000 Messer. Sie hat einfach für alles ein anderes Messer. Ich einfach so eine Schere zu Hause und mit dem schneide ich dann alles. Poulet. Genau, Schere. Brot. Keramik, nein, wenn sie mir würde sagen, nimm das andere Messer, würde ich sagen, nein, genau, vor allem, wenn sie würde sagen, das Messer ist besser für das, würde ich sagen, nein, voll nicht. Und dann würde ich wahrscheinlich mit dem stumpfsten Messer, ja, ich probiere, so eine riesen Tomate aufzuschneiden und es macht dann so, genau so habe ich es wollen. Das ist mir viel wichtiger gesehen. Das ist so. Aber, du bist fix in Wien, du bist ab und zu da, ein bisschen bei den Eltern und sonst nicht mehr. Wie kannst du planen? Ich find's schon allein mega schwierig für mich plus minus zu planen, weil man hat immer mal fixe Gigs und so und ab und zu ist dann eben noch in einem anderen Land und dann probiert man das schon mal ein bisschen zu verbinden und Ist der Plan so, dass du jetzt effektiv immer in Wien bist und dann kommst du für irgendwie ein bisschen in die Schweiz oder irgendwann gibt es mal eine andere Lösung? Zurzeit nicht, nein. Also mit Hauptwohnsitz in Wien und dort so Homebase und von dort aus dann die anderen Sachen, also Deutschland oder Schweiz anfahren, das passt so sehr für mich. Ja. Also ich könnte es mir zurzeit nicht vorstellen, noch etwas anders zu wohnen. Ich habe mir noch Berlin überlegt, aber Berlin ist zu cool. Ich komme nicht klar mit dieser Coolness. Es ist mir wirklich zu cool. Einfach. Ich finde es recht anstrengend. Ja. Also ich finde es cool, Berlin. Und es ist auch mega vielfältig. Es ist mir auch zu gross. Hey, wenn eine Stunde brauchst, um von A nach B zu kommen, ist mir einfach zu lang. Ja. Und das war bei dir gesehen, gell? Wo du hast mir so für die eine Aufzeichnung selber schminken. Ah, ja, genau. Ja, genau. Da kommt so der Produktionsleiter von so einer Aufzeichnung und sagt so, ja, Maskenbildnerin ist heute nicht, ne? Die ist auf ihren Ketamintrip, kommt die nicht mehr runter. Und ich habe es so krass gefunden. Und alles so gesehen, ah. Ja, ja, genau. Okay. Und also, ja, kenne ich, ne? Yeah. Keine schöne Sache, wa? So krass. Du würdest bei uns heißen, ja, ist im Stau. Ja, genau. Aha, ja, ist viel los heute, gell? Genau. Zug verpasst. Gut, das ist schon so, oh mein Gott, wie kann man nur einen Zug verpassen? Aber Ketamin, Mann! Weißt du, ich meine, das ist das Grusigste. Also, habe ich gehört. Ich glaube, das ist wirklich das Übelste, was man sich kann geben. Ich meine, das ist für dir auch. Ich habe es noch nie genommen. Nein, ich auch nicht, aber das ist so das Tiefste, also es ist, glaube ich, so wie, ja, er hat Heroin gespritzt oder sie, oder, also ich weiß nicht, wie nimmt man Ketamin, auch durch die Nase, oder spritzt man das? Nein, durch die Nase. Können wir das rausschneiden? Weil sonst kommt man da, glaube ich, einen mega falschen Eindruck über von mir. Nein, du weißt es ja nicht. Ich weiß es nicht, aber es ist dann immer so, wenn man sagt, so, ich weiß es nicht, dann hat man das Gefühl, Mama, sie weiß es ganz genau. Nein, ich habe noch nie Ketamin genommen. Mami, wenn du zulässt, nein, das können wir wirklich rausschneiden. Willst du wirklich rausschneiden? Ich weiß nicht. Ja, mal schauen. Noch. Mal schauen, okay. Ja. Mal schneiden es raus. Kannst du sagen, Mami, ich habe noch nie Ketamin genommen. Und wenn, dann habe ich gelüftet. Genau, dann habe ich nachher gelüftet. Und dann habe ich trocken gerieben nachher. Und trocken gerieben. Nein, Berlin ist schon sehr cool. Aber es gibt in diesem Business, merke ich, bei vielen Menschen gibt es FOMO, Fear of Missing Out, haben ja viele Menschen privat, wenn sie mal das Gefühl haben, oh mein Gott, ich bin nicht an die Party gegangen und was weiß ich. Und in unserem Business habe ich das Gefühl, oft haben Leute FOMO, wie sie sagen, ich bin zum Beispiel gerade am falschen Ort. Eben, zum Beispiel, du bist jetzt in Wien, aber in Zürich hättest du vielleicht einen Gig gehabt. Ah, shit, jetzt habe ich nicht können. Und dann hast du jemand anderes, der sagt, ja, mein Problem ist, ich wohne halt, weißt du, frag mich nicht, Biel. Ja. Und dann ist es mega schwierig, dass ich im Aargau irgendwelche Gigs gebe. Mhm. So in dem Stil. Und das ist nicht das Gefühl, wenn du in Wien hockst. Nein, ich glaube, es ist egal. Es gibt ja überall etwas und überall gibt es dann wieder nichts. Und ich glaube, man muss einfach in Kauf nehmen, dass egal, wo man stationiert ist, mega viel muss reisen. Das ist einfach part of the job. Und wenn man das nicht gerne macht, dann
ist, glaube ich, schwierig oder man ist eingeschränkter. Aber es gibt auch Leute, die sagen, hey, ich will nicht aus Wien raus oder aus Österreich raus. Und dann ist das mega okay. Mir macht es mega Freude, so rumzureisen und halt wirklich so dann den Unterschied zu merken. Oder auch schon nur der Unterschied, wie ist, wenn ich auf Hochdeutsch performe oder auf Schweizerdeutsch. Das ist wieder etwas ganz anderes. Und das finde ich, das macht es auch mega spannend. Das behaltet das Ganze mega spannend. Also so lange mache ich es noch nicht, dass ich jetzt von einer Langweile oder so könnte reden. Aber ich finde es... ich finde das schön, dass man so ein bisschen umreisen darf. Und in Wien ist die Stand-up-Szene auch immer wie grösser. Mhm, ja. Also du musst zwar noch sagen, du machst Kabarett. Ja. Ja. Aber es wird schon auch immer wie mehr Stand-up dort. Ja, und das ist mega, also der Übergang, glaube ich, ist mega fließend und auch von bekannteren, grösseren Kabarettisten und Kabarettistinnen. Wenn man es jetzt genau würde in eine Schublade stecken, dann wäre es Stand-up-Comedy. Aber die Österreicher wollen einfach noch so den Stempel-Kabarett. Weil irgendwie, ich habe das Gefühl, so, dass sie sagen so, ja, Kabarett, das ist so, das ist Kulturgut. Ja? Mhm. Und Comedy, wenn Comedy draufsteht, das ist das, was die Deutschen machen und das ist nicht lustig. Mhm. Und ich glaube, sie tun es einfach so mega so kategorisieren, obwohl... Da ist einer angeschrieben als Kabarettist und in Wirklichkeit ist es Musical, Impro, Stand-up, Performance, Pantomime. Und also es ist irgendwie so, es vermischt sich alles. Also ich finde das Label auch mega nicht so wichtig und ein bisschen überbewertet. Aber es gibt Leute, für die ist das mega wichtig. Mhm. Die können auch stundenlange Diskussionen führen. Mhm. Was ist es jetzt genau? Und ich finde... Es ist einfach alles Kunst, oder? Genau. Eben, über alles. Kunst über alles. Oder Kleinkunst. Nennen wir es Kleinkunst. Nein, es ist auch schon da. Was, ja, Kleinkunst finde ich eben auch schwierig. Ja. Weil es gibt dann Menschen, die irgendwie 400 Räume haben und die machen Kleinkunst. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber hat es dann mit dem Raum, ist es dann eine räumliche Definition oder ist es damit, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich brauche nicht viel, ich brauche ein Mikrofon, ich brauche einen Hut und mich. Und mehr brauche ich nicht. Und alles, was man dann mehr braucht, irgendwie eine Gruppe oder eine Inszenierung oder ein Bühnenbild, Differenzierung? Oder? Ich weiss, es ist in dem Fall auch eben für mich mega schwierig, weil du hast dann eben auch Kleinkunst mit wahnsinnig vielen Requisiten. Mhm. Hast du viel so Einspielerrequisiten? Nein. Du machst wirklich Stand-up? Ich habe im allerersten Programm, da bin ich ja mega stolz gewesen, heute ist es wieder nichts Faszinierendes mehr, im allerersten Programm habe ich mein Handy auf eine Leinwand gespiegelt. Mhm. Und dort hast du noch nicht Apple TV oder was weiß ich, wo du auf einen Knopf gedrückt hast. Und ich habe wirklich da mega lang, habe ich so ein spezielles Programm und das hat müssen funktionieren und das ist auch sehr anfällig gewesen. Und dann hast du auch müssen im gleichen Wireless sein. Und in gewissen Theatern hast du ja nicht einmal so überhaupt Edge. Also hast du müssen noch einen speziellen Hotspot kreieren, der überhaupt genug stark gewesen ist und so weiter und so fort. Ja. Und habe mein Handy gespiegelt, eigentlich zum Fotos zeigen, hatte dann aber natürlich noch so zwei, drei Jokes drin gehabt, wie zum Beispiel, dass mich in dem Moment dummerweise meine Mutter mir schreibt. Ach so, okay. Und dann ist das aufgepoppt. Mhm. Aber das Problem ist, eben heute würdest du wahrscheinlich einfach ein inszeniertes Video schnell machen, weil du einfach schnell ein Screen-Recording machst von deinem Handy, sei im rechten Moment das SMS. Ja. Und dann einfach schön noch die Bilder zeigen so. Und darum ist es ist mega fehleranfällig gewesen. Weil ich hatte einen Kollegen von mir, der Yves, der hat dann im richtigen Moment das SMS schicken. Genau. Und ich habe immer vor der Show, nein, nicht vor der Show, sondern das ist, mit der Zeit habe ich es einfach so gelassen. Ich habe dann seine Nummer, ich habe gesehen, Mami Nathalie. Ja. Und dann habe ich Mami Nathalie gespeichert und da hat mir im rechten Moment das SMS schicken. Aber auch das, Verzögerung von 10, 20 Sekunden zum Teil, schwierig. Ja. Ich sage es zum Teil nicht genau gleich. Mhm. La, 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 so. Und was ich dann auch immer gemacht habe, ist, ich habe dann am Schluss habe ich noch ein Selfie gemacht. Nein, nicht am Schluss. Vor der Pause habe ich ein Selfie gemacht, von der Bühne aus, mit dem Publikum. Und in der Pause haben die Leute etwas drunter schreiben. So.
Und das ist für mich so, wow, bin ich revolutionär. Mhm. Und jetzt, wenn ich so Instagram durchscroll, schafft so jeder zweite, hallo, ich bin hier in Münster, ja. Und das ist Münster, das was geht ab, Münster? Ja. Und darum habe ich dann für mich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich das gemacht. So. Mhm. Und beim zweiten habe ich Bits Musik gehabt, habe ich auch am Schluss ein Lied gesungen. Cool. Und beim dritten, eben, das ist dann auch immer so die Zielsetzung, oder? Und beim dritten habe ich gesagt, nein, nur Stand-up. Mhm. Nichts sonst. Es gibt ein Startlied und ein Schlusslied, einfach zum, wenn ich auf die Bühne komme und wenn ich von der Bühne gehe, aber sonst... Also einfach ein Einspieler, nicht, dass du singst, nein, sondern... Nein, genau, einfach wirklich. Spiel, ja. Ja. Wo, da, eben der Dabu, wo ist er? Wo du vorher gefragt hast, wer das ist. Mhm. Tolle Schweizer Band. Er hat den Titelsong für mein letztes Programm geschrieben. Ah, cool. Mega geil gewesen. Und darum habe ich natürlich cool. gesagt, super, wenn ich das habe, das ist quasi noch thematisch, ja. So Halbidiot und so, dann mache ich das. Und beim jetzigen habe ich mehr so ein bisschen visuelle Hilfsmittel. Mhm. Es klingt immer so geil, mein Ständer leuchtet. Mhm. Und das ist dann aber auch so. Also ein Barhocker und ein Mikrofon. Ja. Und darum ist eben Kleinkunst, eben Requisite. Es gibt und wenn du ein Lied Programm, singst, ist es ja Programm. Eigentlich schon im Stand-up. Eigentlich nicht. Eigentlich. Aber ich bin schon in London im Comedy Store gesehen und dann hat jemand eine Gitarre angeschlossen und hat 20 Minuten lustige Lieder gesungen. Ja. Und ich bin auch schon in L.A. in einem Comedy Club gesehen, wo einer am Schluss eine Nummer macht darüber, wie er im Auto ist und das Navi. Ich habe das Gefühl, die Grenzen werden eben auch dort wieder ein bisschen mehr durchbrochen. Es war irgendwann so der Wunsch gewesen, eben reduzieren, möglichst nichts. Und dann irgendwann, wenn du im Quad Comedy Club spielst, dann bist du fasziniert, wie am Schluss, also da wird jetzt richtig in die Trickkiste gehauen. Da wird einfach mit kleinen Elementen wird mega viel Effekt rausgeholt. Mhm. Eben, man singt noch schnell ein Lied und am Schluss ist man nicht einfach fettig, sondern am Schluss macht es noch und es wird black. Ja. Schnell. Also weißt du, so einen kleinen Effekt, ja. Wo einfach. Und es ist mega. Es mega macht mega viel Unterschied. Mega, ja. Effektiv ist. Ja. Und dort denkst du dann so, ja, klar, es ist Stand-up, aber eben, die Ziele, die setzt man mehr sich selber. Weil dem Publikum ist ja eigentlich jetzt egal. Ja, mega. Ich glaube... Sagt niemand zum Schluss, also es ist schon noch blöd, dass du dann doch noch ein Lied-Einspieler gehabt hast. Oder ein Soundeffekt, oder was auch immer. Also weißt, das ist wirklich da kommt niemand. Oder sagt, auf dem Plakat steht Stand-up. Mhm. Das ist jetzt aber für mich eher Kabarett, das muss man jetzt anders anschreiben. Oder, also niemand wird das machen. Und wenn, dann wünsche ich ihm andere Hobbys von ganzem Herzen. Aber ich finde es auch schön, wenn man so ein bisschen... Schau, im Endeffekt müssen sich die Leute gut unterhalten fühlen und sie müssen sich irgendwie ein Stück, also es wäre schön, oder das ist so das Optimale, wenn sie sich nach dem Abend ein bisschen besser fühlen als vorher. Richtig. Und ob das jetzt mit Musik ist oder reines Stand-up oder ob ich noch Purzelbäume mache oder eine Pyroshow und Elefanten, das würde ich gerne mal machen. Eine Pyroshow. Mhm. Ich schweife ab. Dann ist das alles völlig egal. Die Hauptsache ist, sie hatten einen schönen Abend. Mhm. Finde ich. Ja, ich finde auch das das Hauptziel von dem Ganzen. Mhm. Und darum komme ich jetzt nach, wie lange, Christoph? Wie lange haben wir schon? 98 Minuten. Also, komme ich doch jetzt doch noch nach 98 Minuten mal zur Frage. Was machst du, um dich gut zu fühlen? Ich versuche mich mit Menschen zu umgeben, die mir gut tun, die ich gerne habe, die ich gerne Zeit verbringe mit ihnen. Mhm. Das ist etwas, was mir mega gut tut. Also mit Kollegen hängen, sagen wir es so. Und Sachen machen, die ich gerne mache, wie zum Beispiel essen oder spazieren oder Snowboarden, relativ selten natürlich, im Sommer ist es schwierig, aber
Ja. Wenn ich spazieren gekommen? Ja, mit dem Alter. Ich finde das so krass. So, auch bis Teenie, auch bis Anfang 20, was weiß ich, tut man spazieren so heftig unterbewerten. Weil es einfach ja. Es tönt so scheiße. Spazieren. Ja, es ist so ein Pensionistensportart, aber es ist so geil. Es ist das Geilste. Spazieren, hey. Und das Geile ist, man macht es, bevor man es überhaupt merkt, dass man jetzt spaziert. Ja. Das ist bei mir so gesehen. Ich bin irgendwann eben so, bist in einer anderen Stadt, ich bin viel auf Amsterdam und so. Und dann laufst du wirklich auf so 2 Stunden durch die Straßen und so. Mhm. Und erst nachher findest du so, fuck, ich bin jetzt gerade spazieren. Ja. Ja, noch krasser ist halt Wandern. Und ich finde Wandern wirklich noch geil. Und viel noch geiler als spazieren. Hey, Wandern ist der Shit. Wandern ist so geil. Mhm. Mega. Wandern finde ich besser, seit ich gemerkt habe, dass man nicht unbedingt muss eine Jack Wolfskin-Jacke anhaben muss. Nein, man muss nicht. Man muss auf keinen Fall. Das hat es für mich viel besser gemacht. Ja. Da habe ich gemerkt, okay. Also, man kann auch, ich bin auch schon mit einem Mantel gewandert. Ja. Und das geht. Es geht, ja. Das stimmt. Das komische, also es ist ja nicht Griezi, es ist immer nur Zi. Das ist zum Teil ein bisschen despektierlich von den anderen Mitwanderern, die man dann begegnet. Wenn du keine Jack Wolfskin-Jacke genau, anhast. Wenn sie die Mantel anschauen, dann ist es ein bisschen so. Zi. Aber sonst, es geht auch so. Aber, ja. Und wenn du mit deinen Kollegen hängst, was machst du denn? Hängen. Einfach hängen. Einfach nur hängen, die ganze Zeit hängen. Ja, nein, was, ja, so Kaffee und oder gut, das Nachtessen. Oder. Macht ihr Gesellschaftsspiel? Ja. Weil das ist jetzt bei mir, ist das jetzt so langsam am kommen. Erst jetzt? Ich finde es recht geil. Es ist mega geil, aber ich bin schon recht. Ich habe Gamer gesehen. Ich habe wirklich so gesehen, Kollegen kommen, und dann so. FIFA gespielt. Ja. So. Und jetzt tut es sich langsam ein bisschen auf. Ich habe ein neues Kartenspiel gespielt. Also neu, für mich ist es neu in meiner Welt. Das heisst Frantic. Und das ist so wie so ein extremes Uno. Oh mein Gott, geil. Also. Und es sind Schweizer, die das gemacht haben. Und das ist auf die Jenseits, weil es geht zwar auch darum, irgendwie Farben und Zahlen und so, aber du hast viel mehr Spezialkarten. Du hast noch so spezielle Retourkutschen-Dinger. Und du hast, abgesehen von der Farbe, hast du noch schwarze Karten. Und wenn dann zum Beispiel ein rotes 2 ist, dann kannst du schwarze 2 setzen. Du kannst nur bezahlen. Und dann kommt eine Spezialkarte vom Stapel. Und dort hast du wirklich alles Mögliche. Dort hast du wirklich so alle meine Karten anlegen und es wird neu gemischt. Okay. Oder du kriegst 10 Karten und die anderen keine mehr. Oder es geht jetzt nur noch genau 3 Runden. Aber das kannst du einfach alles selber machen. Ich mache eben immer so, dass wir dann selber Regeln herausfinden. Yeah, yeah. Und nach jeder Runde darf jemand eine neue Regel erfinden. Und dann gibt es zum Beispiel Sachen wie... Ein Shot nehmen. Zum Beispiel kann man so machen. Regel. Oder beim 7. irgendwie lenkt man sich an die Stirn und der Letzte muss nachher eine Karte aufnehmen. Yeah, das sind genau. Alle so... Oder alle Hände in die Mitte und einmal den Stapel irgendwie links durchgehen und Platz wechseln. Man kann mega coole Sachen machen. Nein, ich spiele mega gerne so Gesellschaftsspiele oder auch weniger. Also Mülli oder so, finde ich auch geil. Uno finde ich mega der Shit. Und dann sage ich das. Das ist jetzt ganz neu. Was? Der Shit sage ich Shit? Nie. Ich habe keine Ahnung, wieso dass ich das jetzt 2-mal gesagt habe. Das ist so... Kennst du das, wenn das irgendwie... Man hat immer so Worte, die man viel benutzt. Oder so Modeerscheinung oder so. Und auf einmal merkt man es, wie es selber kommt. Genau. Und jetzt habe ich das... Ich habe zum zweiten Mal jetzt den Shit gesagt, aber auch zum zweiten Mal in meinem Leben. Ich weiß nicht, woher das auf einmal kommt. Vielleicht habe ich es heute mal gesagt, wir müssen mal nachhören. Ja, das kann sein, dass man das irgendwie annimmt. Ich habe das auch schon gehabt, natürlich habe ich jetzt kein Beispiel dafür, wo irgendwie du hörst mal nehmen und dann du es in diesem Gespräch nochmal verwenden und dann ist es drin. Dann ist es so, oh nein. Und ich habe wirklich so, ich habe auch schon Freunde gehabt, die dann irgendwie zum Beispiel gesagt haben, ist das jetzt der Neueste? Und ich so, was? Und dann sind sie so, sozusagen. Anscheinend habe ich oft konstant sozusagen gesagt. Und man hat so, sozusagen Kaffee getrunken und sozusagen noch ein Gespräch gehabt. So wirklich so, einfach sozusagen. Und vor allem am Schluss, ich habe es immer am Schluss gesagt.
Weil anscheinend bin ich mir nicht ganz sicher von dem, was ich erzähle. Ja, so wie es oder. Genau. Ja, dass irgendwie alles, was du gesagt hast, alle Behauptungen, die man aufstellt, dann nochmal hinterfragt. Ah, eine Zeit lang habe ich immer, weißt du, was ich immer gesagt habe? Weil ich jetzt gerade gemerkt habe, dass ich genau gesagt habe. So, genau. Ja, das mache ich auch oft. Mhm. Eine Zeit lang habe ich immer absolut. Absolut. Ja, ja, absolut. Aber danach sage ich dann wieder einen Satz wie... Oder? Ja, und dann habe ich das gemacht, sozusagen. So, und jetzt ist gerade mega im Trend, habe ich das Gefühl, wie? Also, jetzt steht und dort, ja, ich habe so ein bisschen wie keine Lust. Ja, hast du Lust oder nicht? Also, immer so, es ist so ein bisschen wie, so ein bisschen uncool gewesen. Ich habe so ein bisschen wie nicht so wollen. Das ist quasi die direkte Übersetzung von like. And so he was like not really into it. So I was like okay and feeling then it, he was like but I was like okay. Ja, voll, stimmt eigentlich. Und es passt aber nicht. Nein. Es ist nicht cool. Nein. Es ist wie nicht so cool irgendwie. Es ist so nicht cool. Absolut. Weil das habe ich früher auch. Das ist bei Friends ist das ja eigentlich entstanden. Das ist auch in der Amerika, also englischer Spruch mittlerweile. Friends hat das angefangen mit so not cool. So bla bla bla. Und das hat es, glaube ich, wirklich weltweit geschafft. In jeder Spruch, wo man so kann sagen, ist es einfach so übertrieben scheiße gewesen. Und so blöd. Und das ist erst mit Friends gekommen? Yep. Krass. Cultural Phenomenon. Es ist wie noch krass irgendwie. Absolut. Genau. Absolut. So, ich glaube, hast du noch etwas Wichtiges? Also am 3. April ist dann Premiere. Natürlich, ja. Darf ich das sagen? Ja, logisch. Oh, das ist cool. Comedy House? Genug, genau. Comedy House in Zürich. Und wenn da Menschen kommen, dann fände ich es wie noch recht geil. Unbedingt. Ja. Nein, wirklich, ich fände es mega schön, wenn jemand kommt. Absolut. Und es nicht abgesagt wird, wenn jemand kommt. Nein, es wird nicht abgesagt. Nein. Ich habe es mal geschrieben. Cool. Yep. 3. April, mega. Isabelle Meili mit der Premiere von Genug. Machst du noch Tryouts vorher? Nur in Österreich. Ah. In der Schweiz wird es mega, für die mega ins kalte Wasser Uraufführung. Springen. Voll. Und also in Österreich 3 Tryouts, beziehungsweise Vorpremieren, wie die Österreicher sagen. Und dann, und die Schweiz nichts. Oh mein Gott, das wird mir jetzt gerade bewusst. Fuck, ich muss noch irgendwie schauen, dass ich noch irgendwo... Heieiei. Ja. Kommt gut. Kommt gut, ja. Viel Erfolg. Ja, gleichfalls. 3. April, Comedy House, Genug von Isabelle Meili. Und ich bin auch noch ein bisschen auf Tour. Bis dann. Kommt vorbei. Danke, Isabelle. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Peace. Boom. Absolut. So.